Willkommen zur allerletzten Runde unseres Game of the Year, nein, unseres Jahresrückblick-Podcastes von Nintendo Online und PS Now. Ich bin der Garo. Jo, ich bin der Sheik. Ich bin der Heldengeist, hallo. Und ich bin der Thiago. Und heute sprechen wir nur noch über die letzten Titel, die das Jahr im Jahr 2014 rauskamen. Nur noch November und Dezember und dann sind wir mit unserer Liste durch und dann sprechen wir noch darüber, was unsere Spiele des Jahres waren. Den Anfang macht ein Doppel-Release an einem Tag, der am 28. November kam, nämlich zeitgleich Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin raus und Super Smash Bros. For Wii U, was eigentlich sogar somit ein Dreifach-Release ist. Super Smash Bros. Haben wir schon zur Genüge besprochen, deswegen sprechen wir heute nur noch über Pokémon Alpha Saphir und Omega Rubin. Also, wer hat's gespielt? Ich. Pokémon, komm, schnapp sie dir, nee. Okay, also dann sind wir zu zweit, weil ich glaube, Also ich kenne auch das Original, also das Remake jetzt nicht, aber ich kenne mich ein bisschen Nee, aus. Nintendo will mir ja kein 3DS verkaufen, also habe ich nur das Steelbook Warum hier. nicht? Ich glaube, die Geschichte Warum? habe ich schon 10-mal erzählt oder so. Nee, wir haben sie noch nicht gehört, nicht im Noch Podcast, nicht im erzähl mal. Podcast. Die Geschichte ist aber dumm und jetzt stehe ich hier unter Druck, ich mag nicht. Nee, jetzt erzähl die hier. Jetzt bin ich neugierig. Los, mach. Also, Thiago, du hast das Spiel gespielt? Jetzt erzähl, Heldengeist, komm, Nee, ey, wir ich lassen mag jetzt nicht nicht. mehr. Boah, lange Rede, kurzer Sinn, er wartet auf den New 3DS XL. So, ich habe das Spiel Ah. gespielt. Ich war relativ enttäuscht. Warum? Warum, ja? Weil mit der Begründung, dass sich X und Y, man kann ein bisschen über das Spiel streiten, ob man die Story jetzt mag, ob die Story jetzt wichtig ist oder nicht, aber X und Y hatte viele schöne neue Ideen wie Luftkämpfe, Reiten, eine Welt, die nicht ganz so aussah, als würde sie auf einem Raster gebaut sein und weiß ich nicht, so ein bisschen mehr drumherum, was alles ein bisschen dynamischer war. Und für mich hat sich daher Rubin und Saphir jetzt trotz neuer Grafik und allem wie ein extremer Rückschritt angefühlt, dadurch, dass wieder alles aussah, als wäre es auf einem Raster gebaut worden, was ja im Prinzip auch der Fall ist. Und ja, die Delta-Episode fand ich nicht so berauschend. Also unterm Strich war es ein gutes, solides Pokémon-Spiel, aber es war nicht das Pokémon-Spiel, was ich mir nach X und Y erwartet hätte, weil ich da einfach mit ein paar mehr Neuerungen und Innovationen und Ähnlichem gerechnet hätte. Ich hab's eher gerade im Vergleich zu XY als Fortschritt empfunden. Ich meine, Gar nicht. doch, Nenn mir den Fortschritt. der Fortschritt war, dass bei Pokémon X und Y einige Sachen gefehlt haben, wie zum Beispiel gerade eine After-Story, also dass nach der Pokémon-Liga noch was kommt an Story. Das hat vollkommen gefehlt. Es war da einfach vorbei. Dann war die Story selbst vollkommen uninteressant. Das war das Schlechteste. Aber du kannst mir nicht erzählen, dass eine Story, die sie vor 10 Jahren erzählt haben, interessanter ist als irgendwas Neues. Ja, durchaus, weil neue Story von Arsch war. Und die neue Delta-Episode, die war auch relativ mau. Darf man das spoilern? Gut, Ich die habe glaube ich. Obwohl ich Nee, von der viel Gutes die gehört habe habe, ich. von der. Nee, bitte nicht spoilern. Habe ich noch nicht gespielt. Also die bringt tatsächlich ein bisschen was Neues mit rein. Aber irgendwie wird die sehr platt erzählt. Ich greife mal einen einzelnen spezifischen Aspekt aus dem Kontext. Das ist dann auch kein Spoiler, weil es keine Rolle spielt. Aber irgendwann heißt es: Oh nein, was ist denn, wenn es irgendwo eine Paralleldimension gäbe, wo alles ganz anders ist? Und genau so bleibt der Satz dann im Raum. Also, es ist quasi, also sie beschließen irgendwas zu tun, ja? Was ich jetzt natürlich nicht spoilern kann, aber irgendeiner sagt: Ja, nein, wir wissen nicht, was dann passiert. Und es könnte dann in einer Paralleldimension landen und dort wären dann alle gearscht. Diese Thematik wurde übrigens auch von Game Theory in einer Folge aufgegriffen und ja, da kann man so oder so sehen, ist glaube ich auch Geschmackssache, aber man muss auch sagen, dass das hier Kritik auf Ultraniveau ist. Wann hat ein Pokémon schon mal eine Hammerstory? Nein, aber die bringen so einen Satz, als wäre das total selbstverständlich und logisch, ist aber komplett vom was weiß ich was hergeholt. Völlig random, macht überhaupt keinen Sinn. Es gibt kein einziges Pokémon-Spiel in den letzten, wie viele Jahre sind es jetzt? Rechne, rechne. 18 Jahren, wo irgendwann mal von einer Paralleldimension die Rede war und plötzlich machen sie dann Mordsterz darum und alle tun so, als wäre das die logischste Erklärung auf der Welt. Ich glaube, vielleicht interpretierst du da einfach zu viel da rein. Ich glaube, es gibt keinen großen umspannenden Arc, der jetzt irgendwie tief geht, wo diese Paralleldimension
Paralleldimension. Aber das gibt's tatsächlich jetzt. Nein, also diese Paralleldimension, dass die in einem großen Arc irgendeine Rolle spielt. Das klingt eher so, als wäre der Satz halt, hätte man halt hingestellt und sich nicht weiter darüber Gedanken gemacht, und so wird's auch sein. Ja, aber genau deswegen ist er dumm. Ja, aber die Pokémon-Stories sind insgesamt dumm. Ja, aber das ist halt der Punkt, ein Kollege von mir sagte neulich, dass die Story von X und Y eigentlich daran gescheitert ist, dass die zu viel wollte. Nämlich, da ging es nämlich wirklich irgendwann um die Rettung der Menschheit oder irgendwie sowas. Und das ist, eigentlich braucht Pokémon das nicht. Also von mir aus, damals war es einfach nur, du bist ein Junge, der in die große weite Welt hinausreist und du willst hinausreitet, ja. Und willst der beste Trainer werden und unterwegs begegnest du noch einer Verbrecherbande. Punkt. Aber Geschichte erzählt. Ich finde es total krass, dass man sich so viel Gedanken um die Story von Pokémon macht oder machen kann, weil spielt irgendwer. Weil es dir so wichtig verkauft wird in dem Spiel. Ja, aber. Also, dass das Spiel selber irgendwie dran steht. Ja, aber wenn es dir wichtig verkauft wird, ich meine, was wird dir alles in Spielen wichtig verkauft, was total irrelevant ist? Ich meine, spielt hier irgendwer Pokémon wegen der Story? Also, die Delta-Episode ist schon eine Story-Arc. Ja, aber es ist nach dem Hauptspiel, kannst du sagen. Nee, ja, klar, aber das fühlt sich halt im Grunde an wie ein DLC eigentlich. Und halt schon wirklich Handlung. Also teilweise reist du nur von einem Ort zum anderen, die du schon kennst, nur um mit Leuten zu reden. Also das ist nicht so, wir brauchen jetzt ein Argument, dass du an möglichst vielen Gegnern vorbeiläufst, die du dann besiegen musst und am Ende kommt ein Boss. Sondern das war schon so, dass man versucht hatte, da eine Geschichte zu erzählen. Und die war halt einfach so haarsträubend, also da war das Konzept einfach in sich unschlüssig. Ja, aber das ist ja genau das, was ich sage. Das in der Story erzählen, ich meine, wie viele Spiele kommen heutzutage, versuchen dir eine Story zu erzählen, aber dass die Story dann halt total hanebüchen oder meistens total hanebüchen ist, ist ja eine andere Geschichte. Ich meine, in einem Jahr, wo Spiele wie Walking Dead Season 2 rauskamen, über die Story von Pokémon so viel Gedanken machen, ich weiß nicht. Also ich finde es einfach irgendwie komisch. Also ich hätte jetzt, bei Pokémon hat mich die Story noch nie, ich habe sie mitbekommen, habe sie mir auch gegeben, aber es ist, weiß nicht, war jetzt nicht so, wo ich sage, boah, das war jetzt so eine spannende Story, jetzt spiele ich das Spiel nochmal durch, weil ich die Story so geil fand. Nein, klar. Vielleicht sollten wir auch langsam mal in Richtung Gameplay schwanken. Gibt es da irgendwelche kleinere Neuerungen? Nö. Oder ist es genau wie X und Y? Ja, doch, klar. Dieser Pokémon-Radar ist auf jeden Fall eine Neuerung. Ja, toll, der Pokémon-Radar. Okay. Ey, Alter, das ist die Neuerung des Jahrhunderts. Thiago, hör auf jetzt hier sarkastisch rüber zu kommen. Das ist nun mal eine Neuerung. Das ist nicht Überneuerung, das habe ich nie behauptet. Das aber ist das Neuerung. Ist halt für mich alles der Punkt, warum es enttäuschend ist. Weil es einfach auf allen Ebenen enttäuschend ist. Es ist ein Remake. Was hast du erwartet? Nach X und Y mehr. Es hatte auch mal die. Das Fall, was ich auch gut fand, war, dass die Wettkämpfe endlich mal zurückkamen. Die haben in X und Y total gefehlt. Ja, gut, aber erstmal zu diesem Pokémon-Radar. Also im Grunde ist es nur so, dass. Du manchmal Pokémon siehst, die in Büschen rumlaufen, also wirklich siehst in Form eines Schattens, dass da etwas ist. Siehst du doch auch Schwanz angezeigt. Du siehst sogar den Schwanz da rumwedeln, du weißt quasi schon nicht, schätzen, was es ist. Manchmal ja, aber es ist nur eine schwarze Silhouette oder so, außer in Pikachu. Also in meisten Fällen habe ich, Eneko-Schwanz habe ich da rumfliegen sehen, ich habe den Schwanz von einem Zickzacks rumwedeln sehen. Du erkennst schon, was es ist. Ja, aber es ist trotzdem eine Silhouette. Egal, whatever. Auf jeden Fall, das ist für mich halt einfach keine Neuerung. Also ich meine, das mag ja sein, dass das irgendwelche Leute in ihrem Meta-Gameplay und Shiny Chain und Schlag mich tot, dass es da dann irgendwie relevant wurde. Aber für den Otto-Normalspieler wird es dir zu Beginn als total geiles Feature verkauft, weil diese Viecher, das ist ja das Besondere daran, sind nicht einfach welche, die du im Gras findest, sondern das sind halt einfach Besonderheiten in irgendeiner Form. Die haben dann irgendeine Attacke, die das Pokémon regulär nicht lernt oder nur manchmal, über Ecken und Enden lernt. Manchmal hat es auch ein höheres Level als ja, ja, für genau, Standard. Solche Geschichten. Und es fängt halt, wird dir das so richtig schmackhaft gemacht, dass du so ein Pfiffchen direkt zu Beginn findest, was Donnerschlag oder so kann. Und du denkst so, geil, da kann ich hier richtige Exoten kriegen. Und wird dir so richtig schmackhaft gemacht und sagt dir, ey, guck mal hier, richtig geile, seltene Attacke hier, gibt's jetzt überall. Verteilen wir, kein Problem. Und letzten Endes, ich glaube, ich habe nie wieder irgendwas Sinnvolles gefunden. Und mach eigentlich mehr darum, also wenn ich so ein Pokémon dann gesehen habe, habe ich eher gedacht, okay, da mache ich jetzt einen Bogen drum. Und nicht, da gehe ich jetzt unbedingt hin. Was ich aber cool finde, ist noch, dass du zum Beispiel über den Pokémon-Radar sehen kannst, ob sie noch Pokémon in dem Gebiet aufhalten. Ne? Du hast quasi dann so auf deinem Bildschirm so Silhouetten von Pokémon, die du noch da finden kannst. Und jedes Mal, wenn du das Pokémon schon gefangen hast, also wenn es in deinem Pokédex ist, wird das da, ist ja nicht mehr als Schatten, sondern ist da wirklich der Sprite, also richtig das Sprite aus den alten, aus der dritten Generation dort abgebildet. Und wenn du, ich glaube, alle Pokémon im hohen Gras gefunden hast in dem Gebiet, kriegst du eine Silbermedaille. Wenn du dazu noch alle im Wasser gefunden hast, die nicht angezeigt werden auf diesem Bildschirm, kriegst du eine Goldmedaille in dem Gebiet. Und wenn du
Ich glaube auch die Weiterentwicklung in dem Gebiet gekriegt hast, also den Pokédex quasi mit allem, was du da aus dem Gebiet rausholen kannst, voll hast, kriegst du noch eine Platin-Medaille. Wobei, und da muss ich dazu sagen, cool. Da gab es tatsächlich eine gute Neuerung. Also zum einen das und damit einhergehend kannst du im Pokédex jetzt auch nachsehen, nicht nur wo du die Viecher fangen kannst, wenn du die gesehen hast, sondern auch wie. Nämlich sprich im hohen Gras, im Wasser oder per Angel. Ja, das ist sinnvoll. Das ist tatsächlich eine coole Neuerung, die das Fangen auch leichter macht. Das spart auch den ständigen Umweg übers Pokébegi. Wie viele Pokémon kann man denn jetzt von denen, die es gibt, in diesem Spiel alleine fangen? Wisst ihr so ungefähr? Ich weiß nicht genau, wie viel alleine, aber mit X und Y zusammen kannst du fast, ich glaube mittlerweile fast jedes Pokémon kriegen. Ja. Hm. Zumal es die meisten oder viele wurden dann auch über Aktionen verteilt, dadurch, dass es jetzt auch diese Pokémon-Bank gibt, was ja quasi so eine Art Cloud-Hub wird. Stimmt, ja. Ja. Da haben sie manchmal auch so Verteilungsaktionen. Ich glaube, jetzt demnächst gibt es irgendwie Tornupto, Megalia. Ja, die Starter aus der zweiten, ja. Die, genau. Die Celebi zum Beispiel gab es dann mal darüber. Ganz am Anfang, ja, habe ich. Also über solche Sachen verteilen sie dann auch mal die etwas selteneren über so Download-Aktionen oder so, ne? Also man kann mittlerweile schon relativ leicht eigentlich an allen rankommen. Ich habe mittlerweile auch mein Pokémon-Bank-Account erneuert, und um mir halt die ganzen Pokémon zwischen X und Y hin und her zu tauschen. Ja, wobei das auch wieder so eine Sache ist, die mich genervt hat. Ich musste dann 5 Euro bezahlen, weil es nur ein Jahresabo gibt. Was dann, gut, ich meine, 5 Euro sind jetzt nicht die Welt runtergerechnet auf ein Jahr. Aber eigentlich will ich diese Bank nur einmal haben, um einmal umzuziehen. Und danach nie wieder. Und dann nervt es mich halt, der Gedanke, dass ich dann trotzdem ein ganzes Jahresabo bezahlen muss. Ja, naja, das ist halt primär schon für Leute, die es dauerhaft und öfter nutzen. Ja, aber dafür müsste es dann auch eine Möglichkeit geben für Leute, die sie nicht nutzen wollen, die Pokémon rüberzukriegen. Da hat es schon recht. Du könntest dir einen zweiten 3DS kaufen und nochmal und dann zusammen so rübertauschen. Ja, das habe ich ja sogar fast überlegt, ob ich das mache. Und dann jedes Mal diese Animationen dir angucken. Ja. Und du musst ja auch noch jedes Mal etwas fangen, was du dann auch dafür eintauscht. Ja, genau. Oh mein Gott, das sind ja Umstände, das ist ja wie früher, wo man das machen musste. Damals gab es 150 und nicht 800, schlag mich tot. 700, ja, schlag mich tot. Ja, das stimmt. Sitzt nicht mit dabei. Du sollst ja auch nicht täglich 50 egal. Pokémon rübertauschen. Kann er aber machen. Was ist, wenn er das will? Man kann auch so oft ein Pokémon sich holen, bis es irgendwann glitzert, aber es kann dauern. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch die Chance da ist. Habe ich einmal gemacht Methode. Bei einem Evoli. Aber ich war dann auch zufrieden, weil die Weiterentwicklung dann auch anders aussah, fand ich cool. Ich habe, glaube ich, einmal in meinem ganzen Leben ein schillerndes Pokémon gefangen, regulär, auf regulärem Wege. Das war einfach ganz zufällig und war auch ein übelst hässliches Vieh. Ich weiß nicht mehr genau, was das war. Ich hatte mal das Glück, hochemotionale Geschichte. Ich habe Pokémon Silber, ja. Ich frage mich gerade, wie viele Zuhörer da noch nicht mal auf der Welt waren. Nachdem es eh keiner hört. So ungefähr. Pokémon Silber habe ich ein schillerndes Endivie von Professor Lind, hieß er, glaube ich, bekommen. Was ultra fett ist und was ich damals nicht mal gerafft habe, also dann irgendwann erst später, als ich dann angefangen habe dann zu spielen und das die ganze Zeit komisch geblinkt hat. Und irgendwann habe ich meine silberne Edition verkauft und bin dann auch vorher umgezogen und bin dann so meine Boxen durchgegangen und habe mir gedacht, ach ja, das war nur der Starter und nicht so wichtig. Und irgendwann habe ich dann quasi gerafft, so ein paar Wochen später, welcher Starter das dann war, und ich war dann am Boden zerstört. Alter! Hast du schon das Evoli verkauft? Endivie oder Megalia. Endivie. Ach ja. Konntest du dich mal mit dem roten Garados ein bisschen trösten? Der sah cool aus. Ach, roter Garados war für Loser, weil den hatte er ja. Ja, eben, war voll langweilig. Aber Garados ist halt cool. Genauso wie das Shiny Gengar, da gibt es jetzt auch zig von. Oder das Shiny Tanheel, das jeder manchmal genau. gekriegt hat. Ich finde das nicht gut, dass Nintendo diesen Shiny-Status zerstört durch solche Sachen. Wobei. Obwohl es ja eh wirklich für die echten Freaks ist. Also, ja. Wer das unbedingt haben will. Da gibt es ja richtige Videos auf YouTube, wo einer das abfilmt. Aus an. Und dann, ja, ich hab's. Das ist ein Shiny Ponita. Ist es das? Es gibt so ein super lustiges Video, wo ein Typ so, ich glaube sogar 3 Game Boy Advance nebeneinander liegen hat. Ja, ja, genau sowas. Und nichts anderes macht, als dann mit einem Taschenrechner daneben seine Counter zu zählen, wie viele Versuche er denn schon hatte. Und irgendwann kommt dann dieses schillernde Ponita und der rastet komplett aus. Nerd Rage. Alter. Aber gut, wer das 30.000 Mal versucht, Ich fand das ja so geil, da war letztens auch ein Video im Internet, die man bei, ich weiß nicht, ob es jetzt bei X, XY oder Omega Ruby Alpha Saphir war, auf jeden Fall wollte der auch so ein Shiny Hand machen, hat es abgefilmt und ich glaube, das war sogar ein Bot, den er laufen lassen hat, da hat den Bot halt sich angeguckt, wie er läuft
Und gleich im ersten Versuch trifft er ein shiny Pokémon, rastet erst total aus, übelst gut drauf, es war auf Twitch direkt, holt sein Pokémon raus, über ein Despotar, macht erstmal den Sandsturm, dann holt er nächstes Pokémon raus, setzt irgendeine Attacke ein, die noch ein HP übrig lässt, freut sich übelst und der Sandsturm schlägt zu und das Pokémon ist weg. Und er rastet übelst aus. Wir driften. Aber ich glaube, das. Ja, okay, aber trotzdem. Das sind lustige Geschichten. Ja, das gehört dazu. Und vor allem, ich glaube, jedem ist das schon mal irgendwie passiert, dass der die Entdeckung des Jahrhunderts macht, gefühlt, und dann irgendwas schief läuft und wobei, wenn jeder eine Entdeckung des Jahrhunderts macht, dann wie viel Entdeckung des Jahrhunderts? Persönliche bleibt? Entdeckung des Jahrhunderts. Ja, eine persönliche Entdeckung. Es gibt über 700 Pokémon, da gibt's auch über 700 persönliche Entdeckungen. Wenn jeder aber das mal als Shiny getroffen hat. Ich wollte gerade fragen, Heldi, hast du keine berührende Pokémon-Vergangenheit? Nein. Nee, doch, eigentlich schon total krass. Pokémon gehört noch so zu den ganz großen Franchises von Nintendo für mich. Ich habe einfach nur sehr lang keines mehr gespielt. Also Rubin und Saphir waren tatsächlich die letzten Editionen, die ich gespielt hatte. Und deswegen hätte sich das so schön angeboten, jetzt mit Omega Rubin und Alpha Saphir wieder quasi dort anzusetzen, wo ich aufgehört habe, und das aufzuholen. Aber Nintendo möchte nicht so, wie ich will, und für viele Jahre war Handheld, oder eigentlich ist Handheld für mich immer noch relativ obsolet, weil ich nicht ganz, ganz selten mit Bus oder Bahn unterwegs bin. Zu Hause zocke ich ganz, ganz selten Handheld, weil wieso sollte ich auf dem Handheld zocken, wenn ich auch auf einem großen Fernseher zocken kann, auf einer großen Konsole? Genau, das habe ich auch. Deswegen war halt Handheld lange Zeit kein Thema mehr. Und jetzt so lang. Ich habe jetzt auch fast das ganze Jahr überhaupt kaum Handheld gespielt. Jetzt wo Tomodachi Life raus ist, spiele ich wieder ein bisschen, ja, doch mehr als sonst, ganz Ecke mehr. Pokémon Omega Rubin Alpha Saphir habe ich nicht weit gespielt. Ich müsste eigentlich mal weitermachen, habe aber jetzt eigentlich keine Lust, auf diesem kleinen Bildschirm zu spielen, wenn ich hier einen Powerrechner stehen habe und drüben halt die Wii U mit Hyrule Warriors. Und apropos großer Bildschirm, gibt es denn sowas wie ein Super Game Boy für die Wii U? Nee, ne? Nee, wo man 3DS-Spieler am Bildschirm. Das wurde mal cool, ja, so gemunkelt, weil es ja jetzt im Grunde geht. Also jetzt hast du ja ein Touchscreen quasi. Das war ja so das Totschlagargument vorher. Und so Crossplay gibt es auch nicht bei Nintendo? Nee, natürlich nicht. Und du hast eine DS-Virtual-Konsole. Ja, für Dr. Kawashima. Nur für Dr. Kawashima. Wobei, ist es wirklich eine richtige Virtual Console? Weil ich glaube, das Spiel wurde eigentlich nochmal richtig angepasst, oder? Es wird als Virtual Console angeboten, ne? Es gibt sogar im eShop eine Kategorie Nintendo DS. Nur, dass da halt wirklich nur Dr. Kawashima drin ist. Jetzt darf jeder nochmal sein Lieblings-Pokémon nennen. Durak. Ganz klassisch. Auch mein Super Smash-Liebling. Echt? Ich fand Sichlor cool bei der ersten Generation. Es gibt schon viele coole Pokémon, aber Glurak ist so ein Old-Time. Ich mag Despotar. Despotar ist einfach nur Imba. Ist Despotar die letzte Entwicklung von Feuerregel oder von diesem kleinen grünen? Nee, der große, ja, grüne, genau. Gold-Silber, der große grüne. Ja. Der entwickelt sich aus Lavitar. Ja, genau. Genau, genau. Das Vieh ist so mega groß. Stolos ist auch das ist quasi geil. Das Dragoran der zweiten Generation. Ja, und dann noch die Elementklasse, die es hat. Unlichtgestein ist schon nichts. Die ganz großen Pokémon sehen auch meistens sehr cool aus. So Sachen wie Brutalanda oder wie heißt hier nochmal das legendäre Groudon, Kyogre, wer ist der letzte? Rai, irgendwas? Rayquaza? Ja, genau. Rayquaza. Ja, genau. Womit wir auch beim Design wären, was wir vorhin mal kurz angesprochen haben, die haben sich ja so ein bisschen verändert vom Design. Die großen, finde ich, wirken auch alle ein bisschen klobig teilweise auch jetzt heutzutage, aber das ist wohl auch Geschmackssache. Also vorhin im Sinne von, bevor wir angefangen haben zu skypen, da sind wir auch irgendwie auf das Thema gekommen. Da habe ich schon gesagt, dass ich das ganz witzig fand, dass ich bin ja mit der allerersten Pokémon-Generation eingestiegen. Und also sprich Rot und Blau, und ich das sehr lustig fand im Anmarsch zu Omega Rubin und Alpha Saphir, haben dann ganz viele gesagt, oh, da bin ich angefangen mit Pokémon und das ist meine absolute Lieblingsedition, damit verbinde ich so viel aus der Vergangenheit. Und das ist witzig, weil mein Jahrgang eigentlich damals so, mein Jahrgang, wie das schon klingt, aber damals irgendwie schon gesagt hat, mit Rubin und Saphir geht's langsam vorbei. Weil da fing das nämlich an, dass die Designs der Pokémon sich ein bisschen geändert haben. Rot und Blau und Gold und Silber sahen ja im Grunde aus wie aus einem Guss. Und ich meine auch irgendwann mal gehört zu haben, dass auch ursprünglich mehr angedacht war. Also sowas wie Meryl und so hatten sie, glaube ich, schon in der Serie auch schon relativ schnell. Ja. Und ich meine, dass man nachher irgendwie auch aus technischen Gründen irgendwie dann ein paar rausnehmen musste. Zumindest klingt das auch plausibel, weil die eben wirklich wie aus einem Guss aussehen. Und mit Rubin und Saphir sahen die dann plötzlich
doch deutlich anders aus und mit jedem Teil dann irgendwie skurriler. Und deswegen fand ich das so witzig, dass manche Leute mit Rubin und Saphir halt so viel verbinden. Und wir halt, oder ich habe damals eher gesagt, ja, weiß ich nicht, finde ich ein bisschen merkwürdig. Ja, aber du wirst doch in 10 Jahren Leute haben, die sagen, boah, Call of Duty, damit verbinde ich so wichtige Sachen in meiner Kindheit. Ist halt immer ein Produkt, eine Momentaufnahme, genau, zwischen dem, was gerade aktuell und populär ist. Als wir Kinder waren oder als ich ein Kind war, war halt Pokémon so mit das Größte. Und das ist vielleicht heute jetzt immer noch, Pokémon ist noch immer groß, aber Handhelds sind halt jetzt nicht mehr unbedingt. Das kann man sich aber vielleicht auch gar nicht vorstellen, was Pokémon damals für ein Hype war. Also das ist ja eigentlich schon fast surreal, wenn man sich das wieder vor Augen führt. Damals hat jedes Kind Pokémon geguckt, gespielt, gesammelt, Karten, was auch immer, wirklich jedes. Und man hat irgendwie alle Zeitschriften gekauft und man hat die Sendungen verfolgt und das war so ein Hype, kam wie aus dem Nichts und plötzlich hat es jedes Kind verfolgt. Sowas gibt es heute gar nicht mehr, weil eigentlich, wenn so ein Ding rauskommt, weiß die halbe Welt, die sich da interessiert, schon vorher Bescheid. Die anderen Leute lassen sich sowieso nicht hypen und dann ist es irgendwie so da und manche mögen es, manche nicht. So irgendwie ist das Internet heute, nimmt ganz viel davon und Pokémon kam damals irgendwie aus dem Nichts und alle haben das gesucht. Man muss dazu sagen, erstmal hatte sowieso jeder einen Gameboy. Somit war ja schon mal jeder in der Zeit, in der Lage, es zu spielen. Da gab es noch nicht diesen War, der zur Zeit herrscht, wo ja, na gut, jetzt hat jeder eine PlayStation 4, okay. Jetzt könnte das wieder auftreten, aber wie gesagt, Groß und Klein hatten den Gameboy, es kam raus dieser Anime, und Animes waren in Deutschland was ganz groß, da gab es noch nicht hier diese ganzen zig Milliarden amerikanischen Serien. Eigentlich und Animes. Gab's nur Disney-Filme, ja, Disney, es gab nur diese Disney-Serien, damals. Das war's, und jetzt kam dieser Anime, der anders war als die ganzen Disney-Serien. Der hat eine fortlaufende Handlung gehabt, nicht immer nur einzelne Episoden, die zusammenhanglos voneinander waren, das war halt cool. Und dann gab es halt diese ganzen Viecher, das war was vollkommen Neues, das ist so über 100 solche Kreaturen sammeln kannst. Das gab's damals noch nicht. Und mittlerweile wurde eigentlich fast alles gemacht. Es gibt kaum noch wirklich große Neuerungen in der Gaming-Welt. Es kommt nur ein Open-World-Spiel nach dem anderen raus. Es kommt keine Neuerung mehr. Das ist halt das Problem. Wollen wir Pokémon einfach abschließen? Ich will nur ganz kurz was einhaken. Ich fand den Punkt sehr schön von Garo, weil er meinte, dass so Sachen, dass nichts Neues kommt und alles ist gleich und so weiter. Ich mag es ja trotzdem. Ich spiele trotzdem noch begeisterter Spieler. Ich bin jetzt nicht so, ja, die heutigen Spiele sind alle doof, das ist alles kacke, nur früher war alles besser. Also du bist ja halt auch Dark Souls-Spieler, das macht es dann nochmal schwieriger. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist dieser Punkt mit, ich hatte letztens vor 3-4 Tagen, hatte ich eine sehr schöne Diskussion mit einem Freund. Als ich jünger war, also so Anfang Teenager-Alter, kam die 360 raus und das war so, ja, eigentlich die wichtigste Konsole bei mir. Und so die Sachen, die mich damals weggepustet haben, waren zum Beispiel Oblivion. Das kam relativ früh raus. Das war für mich verständlich, aber wahrscheinlich nur deswegen, weil du vorher nicht Morrowind gespielt hattest. Genau, oder? Ja, das ist halt der Punkt. Für andere Leute war das jetzt schon der vierte Teil, mehr oder weniger. Und für mich war das halt so mega. Und für jemanden, der Morrowind damals schon gespielt hatte, war das so relativ let down. Und ich glaube, das ist ganz wichtig. Ich glaube, wenn man so 20, 25 und älter ist, wird es immer schwieriger, jemandem was zu zeigen, was er noch nie gesehen hat. Und deswegen, ja, ist das echt so eine schöne Zeit, dass bei uns Pokémon mehr oder weniger in diese Zeit gefallen ist. Weil ich glaube, das ist so eine unfassbar dankbare Spielreihe für Kinder, wenn sie das mit das erste Mal sehen. Weißt du, was mein erstes Pokémon war? Pokémon X. Ich bin der Zeit aufgewachsen, ich habe den Anime geguckt, wie blöde, aber ich hatte nie ein Handheld vorher. Ich hab dann mal die dritte Generation angefangen, durchgespielt, also Smaragd und ich glaube Feuerrot war's. War übelst begeistert davon und dann habe ich dann erst mit X wieder am Pokémon angefangen. Ich war total begeistert, hab's aber nie wirklich gespielt, das ist schon ein bisschen kurios. Das nächste Spiel, ja gut, Super Smash Bros. Lassen wir aus. The Crew, 2. Dezember. Jetzt kein Heldengeist. Keine Ahnung, was das ist. Ich wollte gerade sagen, da bin ich komplett raus, weil ich mich selten oder fast gar nicht mit dem Spiel befasst habe. Was ist das? Gespielt habe. Ist das nicht ein Autospiel? Autospiel? Süß. Ich weiß doch, dass da irgendwas mal war mit krass Autos anpassen. Das war das Rennspiel, was ganz große Erwartungen geschürt hat. Man dachte, man kann mit seinen Freunden da durch die ganze USA düsen und geile Racings abhalten. Und Heldengeist wird uns jetzt sagen, warum das nicht so ist. Das klingt irgendwie nach
den anderen nach Need for Speed und so. Hier wäre am besten, hätten wir noch den Daniel ins Boot geholt, weil der Chefmoderator von uns oder von der Seite ist ganz oder ganz relativ großer Fan von The Crew und hat das auch schon im Vorfeld anspielen können, ich glaube bei der Gamescom letzten Jahres. Und war eigentlich relativ begeistert, soweit ich das mitbekommen habe. Und es ist im Grunde ein Open-World-Racer, der mehr oder weniger quasi die ganze USA abbildet, wo man quasi von Küste zu Küste fahren kann, natürlich trotzdem runtergebrochen. Und ja, quasi ganz relativ klassischer Open-World-Racer. Das Problem, was dabei ist, ist halt eben, ist halt Arcade Racer. Und was ich von Arcade Racern so halte, habe ich mir schon so 20 Mal erzählt, ist halt nicht unbedingt. Was ist denn der Unterschied? Was beziehungsweise was ist das Gegenteil von einem Arcade Racer? Simulation, Realismus. Achso, Simulation, also wie Forza. Ja, wenn man Forza und Gran Turismo und wahrscheinlich auch Project Cars als Simulation, also die Spiele, wo du halt jetzt wirklich aufpassen musst, wie du bremst, wie viel Gas du gibst, sonst landest du in der Bande und so weiter. Ah, okay. Und bei Arcade Racern wie Need for Speed, wie The Crew, wie Drive Club, wenn man so will, ist halt, ja, ist halt einfacher geschnürt sozusagen. Und The Crew ist halt Arcade Racer, deswegen habe ich mich da nicht sonderlich lang mit beschäftigt. Vielleicht 2-3 Stunden beim Kollegen gezockt. Und, ja, also mir hat allein schon die Fahrphysik nicht gefallen. Das war schon mit ein Grund für mich, das gar nicht weiter zu verfolgen. Die Idee fand ich aber cool, dass es halt Open World Racer ist und dass er dass er als Open World Racer quasi die ganze USA abbildet. Und das Kann ich mal noch eine Frage stellen? Wie groß ist denn die Map so richtig? Die ist ja wohl kaum so groß wie die ganzen USA. Nee, die ist, wie gesagt, runtergebrochen. Ich glaube, von Küste zu Küste bist du in 4 Stunden. So, ich. Oh, das ist doch eine riesige Map. Okay, das ist aber trotzdem ja, ganz schön groß. Wenn es jetzt nicht stimmt, dann bin ich jetzt wieder der Arsch. Aber ich glaube, dass es 4 Stunden waren, plus minus. Und ich habe keine Ahnung von Rennspielen. Wenn du jetzt sagst Open World Race, heißt das, du kannst hinfahren, wo du willst und irgendwo werden dann halt Rennen abgehalten über einen bestimmten Bereich dieser Karte. Genau, so ungefähr. Also du kannst hinfahren, wo du willst. Du kommst dann auch in Städte, du hast dann eine Pampa und so weiter. Und sowas gab es doch schon vorher, oder? Ich glaube, irgendein Need for Speed hat das auch mal gemacht, sowas nee, in der hier, Art. Burnout Paradise zum Beispiel. Burnout war doch mehr, aber doch mehr so ein übertriebenes Mega. Ja, klar, aber Paradise war ziemlich, also war Open World und hat sich doch sehr von den anderen. Aber klar, Need for Speed hier Underground 2 zum Beispiel war so ein Open World Racer. Ah ja, okay. Ich wusste, dass irgendein Need for Speed das schon mal gemacht hat. Ich glaube, The Crew hat einen Metacritic-Score von so um die 60. Also geht wohl nicht nur mir so, dass ich das Spiel jetzt nicht so prickelnd fand. Der Daniel ist noch immer relativ begeistert. Ich hoffe, ich erzähle hier nichts Falsches, aber so was ich von ihm mitbekommen habe. Und ja, mir hat es nicht eröffnet, weil in einem Jahr, wo mit Forza Horizon 2 so ein geiler Racer kam, ist eigentlich jede Sekunde bei The Crew war für mich mehr oder weniger verschwendet. Also dieses Jahr war auf jeden Fall Horizon 2 der Racer und ja, hatte ich keinen Grund. Hat es auch keine Dynamik, dass es richtig Bock macht? Gar nicht, ne? Mir nicht, nein. Es war vom Spielerischen ist es einfach nicht so ausgegoren. Und wie ist es optisch? Optisch war es ganz okay. Also ich fand es ganz okay. Ich habe es auf der PS4 gespielt oder angespielt. Ich fand es ganz okay. Ich weiß jetzt nicht, wie es auf der One war. Wahrscheinlich schlechter. Und wie krass es auf dem PC sein kann. Weiß ich nicht, aber ich fand es auf der PS4 okay, aber ich habe meistens ohnehin nicht so, Grafik und so ist für mich meist unter ferner Liefen, also da hänge ich mich nicht auf und ja, ist halt auf jeden Fall hinter den Erwartungen zurückgeblieben, aber ich war da ohnehin sehr skeptisch, weil Ubisoft, neue Marke, ist schwer, gerade in so einem Genre, wo Studios wie Turn 10 jahrelange Erfahrung haben. Ist halt schwer, dass sich da ein neuer Herausforderer quasi aufbahnt und so war es dann letztendlich auch. Eigentlich alles gesagt, ich kann da jetzt nicht die ganz große Expertise liefern. Da hätten wir den werten Daniel holen müssen. Und auch wenn der gute Daniel an diesem Abend nicht auffindbar war, so haben wir es uns doch nicht nehmen lassen, ihn uns später nochmal vorzuknüpfen und ihn nach seiner fachmännischen Meinung zu The Crew zu fragen. Daniel, du hast das Wort. Hallo zusammen, ich bin dann heute mal der Gastredner hier. Dies hat auch einen guten Grund, denn es geht um The Crew. Und da bin ich wohl der Einzige aus dem Team, der das Spiel gespielt hat.
Dies ist sogar zum Teil verständlich, da das Spiel wirklich seine Macken hat. Andererseits bietet es jedoch auch vieles, durch das es sich von den meisten anderen Rennspielen abhebt. The Crew versteht sich als Always-On-Rennspiel, in dem man verschiedene Arten von Rennen bestreitet, entweder allein oder aber mit bis zu drei weiteren Spielern. Darüber hinaus gibt es noch Challenges, die quasi auf der Straße liegen und während der Fahrt von A nach B absolviert werden können. Mitarbeiten Slalom, möglichst mit Topspeed fahren oder auch Weitsprünge. Das offensichtlichste Alleinstellungsmerkmal ist aber die Spielwelt. Die kompletten USA wurden hier in ein kleineres Format gepackt. Wer von New York nach Los Angeles düsen will, sollte eine Dreiviertelstunde einplanen. Unterwegs gibt es dann auch noch viele bekannte Sehenswürdigkeiten und Landschaften zu erblicken. Was das Spiel davon abgehalten hat, in bessere Wertungsregionen vorzudringen, waren ein paar technische Macken und ein paar fragwürdige Designentscheidungen. Die Macken wurden dank Patches schon größtenteils behoben, die Fehler im Design bleiben allerdings. Bei einem Punkt kann man schon fast von irreführender Werbung sprechen. In den Trailern hat man am Ende meist die Karte der USA gesehen, auf der unzählige Spieleravatare rumgebraust sind. Im Spiel jedoch befindet man sich immer nur in einer Session mit einer Handvoll Leuten. Entfernt man sich von diesen, ist man nur mit CPU-Straßenverkehr unterwegs, bis man in der nächsten Session landet. Auch kann man mit Freunden leider keine dauerhaften Crews gründen, um mit anderen Crews zu konkurrieren. Eine Crew ist immer nur das maximal aus 4 Leuten bestehende Team, mit dem man gerade gemeinsam rumkurft. Im PvP wurde ebenfalls geschnappt. Immer nur der aktuell Führende darf in der Lobby die Rennen auswählen. Eine Suche sortiert nach Modus oder Strecke ist überhaupt nicht möglich. Dennoch hat das Spiel auf jeden Fall seine guten Seiten, was es für mich persönlich zu einem der Highlights des letzten Jahres macht. Die riesige Spielwelt bietet Details ohne Ende und auch das Erkunden bringt einen weiter. Man erhält dauernd neue Teile für sein Auto, wodurch die Karre in Geschwindigkeit, Handling und so weiter immer besser wird. Auch die richtigen Rennen bieten genug unterschiedliche Varianten, um nicht langweilig zu werden. Mein Fazit: The Crew macht Spaß, ein paar Patches würden dem Spiel aber noch gut tun. Und damit gebe ich zurück ins Studio. Im Grunde sind wir dann mit unserer Liste durch, oder? Ich finde, das hat einen Applaus verdient. Slow clap. Yay! Wir sind so großartig. Shampoos. Ja, nun kommen wir zu unseren persönlichen Lieblingen, die wir dieses Jahr hatten. Ihr habt doch alle bei der Game of the Year Wahl abgestimmt, die ich gehalten hatte, oder? Wundervoll, rhetorisch. Ja, ich würde allerdings tatsächlich jetzt noch einiges ändern, dadurch, dass ich Bayonetta ja nachgeholt habe. Ja, ich würde auch gerne jetzt Tomodachi Life noch reinhauen irgendwie. Und ich überfliege gerade nochmal so unsere gesamte Liste von unserem Podcast und ich glaube, das Spiel könnte ich gar nicht benennen. Also quasi wirklich, das ist das Beste für mich. Aber du darfst auch 2 machen. Ja, ich hätte glaube ich auch so 2 oder 3. Also Beste ist für mich glaube ich gleich auf eigentlich Super Smash Bros. Und Bayonetta 2. Weil es für mich einfach Spiele sind, wo man, wo ich gar nicht so genau wüsste, was ich da jetzt besser machen würde. Also bei Smash Bros. Würde ich mir vielleicht ein paar mehr Stages oder ein paar mehr Modi oder irgendwie mehr Online-Gedöns, aber insgesamt macht es so viel Spaß und es ist vom Gameplay her so rund und so fantastisch geworden und wenn Diddy Kong genervt wird, ist es vielleicht auch noch besser als Bayonetta. Und ja, über Bayonetta haben wir sowieso sehr ausführlich gesprochen. Ich glaube, das brauche ich nicht mehr ausführen. Aber Smash Bros. Ist so ein Spiel, was ich einfach jeden Tag ganz gern noch 1 oder 2 Mal reinwerfe. Ich würde sagen, wir machen doch nochmal noch einen Nachtrag zu Bayonetta, oder? Wir haben noch nicht genug drüber geredet. Ich glaube, ein zweiter Nachtrag. Ein Nachtrag zum Nachtrag. Nachträglich. Aber wenn du das machen würdest, würde ich noch einen Nachtrag zu Tomodachi Life machen. Nein! Okay, und ich glaube, das ist so meine Spitze. Also Professor Layton vs. Felix Wright fand ich auch noch sehr, sehr, sehr gut, aber hat mich eben am Ende hin so ein bisschen enttäuscht. Das wäre dann so mein abgeschlagener Platz 3. Und der Underdog ist bei mir Fire Emblem Awakening. Das habe ich nämlich letztes Jahr erst nachgeholt und für sehr, sehr gut befunden. Wäre meine Liste. Also ja, bei mir war es tatsächlich im Januar und dann auch direkt irgendwie 40, 50 Stunden. Das weiß ich noch, das war irgendwie sogar zur Prüfungszeit, aber irgendwie hatte ich gerade Lust drauf. Also in etwa vor einem Jahr. Irgendwann hatte ich das durch und hatte mich dann gewundert, warum das denn so kurz gewesen sei und die anderen waren noch irgendwie viel länger und dann hatte ich nachgeguckt und hatte echt irgendwie 40, 50 Stunden auf dem Tacho und hätte eigentlich mal wieder Lust, es sogar nochmal zu spielen. Also sehr, 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 sehr gutes Spiel. Kam halt nur nicht letztes Jahr raus, aber so für mich in der persönlichen 2014-Liste ist es dabei. Okay, Chic? Ja, ich habe 2 Titel, die ich
für mich an die Spitze setze. Das waren einmal Dark Souls 2 und Alien Isolation. Ich fange mal mit Dark Souls 2 kurz an. Also ich habe das Spiel, das Steam sagt mir, ich habe mittlerweile 90 Stunden drauf und ich bin immer noch nicht durch, weil ich halt auch sehr viel, ich bin Nebenkram erkunde, ich versuche jede scheiß Truhe zu finden und ich mache auch sehr viel PvP aktuell, versuche ein paar Eide voll zu kriegen und ich genieße das richtig, richtig sehr stark, so wie es nur geht. Und ja, was soll ich sagen, also das Spiel hat mich sehr überzeugt, mein erstes Dark Souls und jetzt stecke ich richtig drin, es macht eine Mordsgaudi und ja, wir haben alles zu Dark Souls 2 gesagt. Was soll ich da nur sagen? Und dann ist natürlich Alien Isolation für mich der perfekte Hybrid aus Schleichspiel und Horrorspiel. Ich stehe auf beide Genres sehr und ja, also ich feiere das absolut, was Creative Assembly da geschaffen hat. Und ja, also es ist, wenn ich ein Spiel benennen würde, würde ich Alien Isolation als mein Spiel des Jahres sehen und Dark Souls 2 knapp dahinter packen. Das sind beides Top-Spiele für mich und ja, werde ich noch viel Spaß mit haben. Heldengeist? Hallo. 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 Sind wir denn auch da? Ich habe gerade gespannt den schönen Worten von Chic gelauscht. Ja, also wie schon bei meinem Vote eigentlich, ist das Game was, oder es gibt eigentlich zwei Spiele, die sehr, sehr stark herausstachen und zwei, die stark herausstachen. Eigentlich sind vier Spiele, die, wo ich sage, die waren wirklich, wirklich gut dieses Jahr. Das waren einmal Walking Dead Season 2, habe ich schon genug dazu gesagt. Dasselbe zählt für The Wolf Among Us. Also bei mir war es dann auch bei der Game of the Year, beim Voting war es auch war es ein relatives Kopfzerbrechen, welchen Titel ich nun letztendlich als die Stimme geben will, weil beide super waren. Die waren wirklich, da scheidet sich nur noch im kleinen einstelligen Prozentbereich, was ich besser fand. Ich habe dann The Walking Dead genommen. Ich weiß gar nicht mehr, was genau der Ausschlag gab. Ich glaube, weil ich mit dem Ende von The Wolf Among Us irgendwie nicht so zufrieden war und mich das Ende von Season 2 halt noch Tage danach beschäftigt hat. Und ich glaube, das war dann der ausschlaggebende Punkt. Aber die Spiele sind, obwohl sie ähnlich sind, finde ich, schwer zu vergleichen, weil der Fokus einfach ein anderer ist. Auf jeden Fall waren das, ich sage mal, beides meine Game of the Year. Und zwei Spiele, die ich noch sehr gut fand, die mir spielerisch vor allem Spaß gemacht haben, waren Sunset Overdrive und war Forza Horizon 2. Ja. Zu Sunset Overdrive hatten wir gar nicht mal was gesagt, oder? Das war ein Xbox-Exklusivtitel. Nur mal ganz kurz, erzähl mal kurz was drüber, wenn das für dich so begeisternd war. Da können wir jetzt auch mal, jetzt können wir ausnahmsweise mit Tellerrand blicken, wenn jetzt, wenn du schon sagst, das ist eines deiner liebsten Spiele des Jahres, dann will ich mal wissen, warum. Ich kenn's nämlich überhaupt nicht. Also Sunset Overdrive stammt von Insomniac Studios. Das sind die Jungs und Mädels hinter Ratchet & Clank, aber auch hinter Spielen wie Fuse, die dann weniger gut waren. Und Sunset Overdrive ist ein Open-World-Titel und ist quasi total over-the-top, sowohl was das Spiel angeht, als auch was den Humor angeht. Der Humor ist sehr, sehr schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und es hat diese Spielelemente, es hat ein bisschen was von, ich sag mal, minimal was von Tony Hawk mit Crackdown, mit Dead Rising, ohne jetzt wertend was über Dead Rising zu sagen. Wie hieß denn dieses Skateboard-Spiel vom Dreamcast, das auch so ein bisschen abgedreht war? Ich weiß, welches du meinst. Jet Set Radio. Ja, genau. Ja, genau. Ist das so ähnlich? Nein, nicht wirklich, weil es halt es im Grunde mehr oder weniger ein Third-Person-Shooter ist, wenn man so will. Du hast die Open World und du hast viele durchgedrehte Waffen, sag ich mal. Aber das ist auch schon so ein bisschen cartoonig, glaube ich. Genau, ja, es ist sehr farbenfroh, es ist sehr cartoonig. Aber es ist nie so, dass ich sage, okay, das ist jetzt zu kindisch oder so. Die Welt ist quasi auch belagert von Mutanten und denen gilt es quasi aufs Maul zu hauen. Und du hast eine schöne Waffenauswahl, du hast verrückte Waffen, es spielt sich sehr, sehr schön, so wie du dich auch über die Spielwelt bewegst und machst deinen Charakter, bastelst da an ihm. Und ja, spielt sich einfach sehr schön. Ich bin ein ganz großer Fan einfach von diesen Spielprinzipen wie jetzt Dead Rising oder eben Crackdown. Quasi dein Männchen aus dritter Person und du hast eine große Waffenauswahl und machst Missionen und einfach, macht mir einfach Spaß. Und deswegen war Sunset Overdrive, fällt für mich so in die Kerbe von Xbox-Spielen, wo ich das Gefühl habe, die macht Microsoft nur, damit ich bei der Xbox dabei bleibt. Weil so Spiele kann ich mir immer sehr, sehr schwer zum Beispiel bei Sony vorstellen. Sony spreadet mehr oder weniger, versuchen ja alles ein bisschen abzudecken. Und bei Microsoft wird ja immer so, ich sag mal, die Kritik gebracht, ja, es beschränkt sich auf wenige Genres
und Shooter. Shooter und Rennspiele mag sein, aber wenn mir Shooter und Rennspiele gut gefallen, dann ist es ja gut für mich, weil ich weiß nicht, es gibt mindestens so viele Spiele, die ich gerne auf der PlayStation spiele, gibt es auch, also exklusive Spiele wie Heavy Rain oder was weiß ich, ja, zum Beispiel Bloodborne, wenn es zum Beispiel rauskommt, ist auch ein guter Kandidat. Dann gibt es mindestens so viele Spiele, mit denen ich aber überhaupt nichts anfangen kann, wie Infamous zum Beispiel. Und das bringt mir ja nichts. Aber wenn ich zum Beispiel weiß, okay, ich mag Shooter, ich mag Third-Person-Shooter, ich mag Racing-Games, dann bin ich ja mit Halo, mit Gears of War und Forza bin ich ja bestens aufgehoben. Und dass dann halt abseits von diesen Genres wenig ist, kann man einerseits mit Third-Parties zudecken, andererseits, wenn ich jetzt nicht der größte Fan von, was weiß ich, Genre XY bin und davon kommt halt nichts, ja, mein Gott, dann kann es mir nicht egaler sein, sage ich mal. Aber es gibt halt auch Leute, die spielen jetzt alle Genres kreuz und quer und die spielen Little Big Planet, Infamous, Killzone und so weiter, ist ja auch absolut legitim. Nur mein Fall ist es nicht. Und Sunset Overdrive schlägt eben genau in diese Kerbe. Genauso Art-Spiele, die ich mag und mit Dead Rising 3 schon das zweite Spiel, was in eine ähnliche Richtung geht und ja, gefällt mir. Schön. Sehr schön. Sehr schöne Ausführung. Dankeschön. Bleibt nur noch ich übrig. Für mich war das beste Spiel dieses Jahres South Park Stick of Truth, weil ich bin ganz großer South Park-Fan. Ich hätte jetzt mit was anderem gerechnet. Dito. Hyrule Warriors? Oder was meinst du? Ich bin eigentlich von Mordor Schatten Ich bin ausgegangen, von weil Dark du. Souls 2 ausgegangen. Ach, echt? Nee, Dark Also. Souls 2 war ich ein bisschen enttäuscht sogar. Macht sehr viel Spaß, aber ich bin eher. Das würde ich als kleine Enttäuschung dieses Jahr zählen, weil es so viele Sachen schlecht macht, die meiner Meinung nach nicht ausrasten schick, die der erste Teil halt super gemacht hat. Ich glaube, Diese Schick hat ganzen, die wie gesagt, Konferenz ich habe verlassen, ja. oder? Ich habe ja auch. Ich hab ja auch Schick? nee, er hat gerade Höhö gemacht. Er hat Ich gerade weiß, geweint. das war ein Nee, Gag. ich hab grad geweint. Nee, ist schon Der okay, ist noch erzähl da. weiter. Ich habe ja schon, als wir drüber gesprochen haben, habe ich ja schon ein bisschen abgehatet, nur um dann zu sagen, dass es doch ziemlich geil ist. Also am Anfang war ich richtig enttäuscht, dann habe ich nochmal einen Nachtrag gemacht, fand ich übelst geil, aber es ist nicht eins meiner liebsten Spiele des Jahres. Ich werde es auf jeden Fall weiterspielen. Ich hänge jetzt noch ein bisschen bei irgendwie nach dem Skorpion, glaube ich. Jetzt bin ich irgendwo in dem Wald. In dem Wald bin ich noch. Jetzt fällt es mir wieder ein. Und ja, South Park Stick of Truth, das ist mein liebstes Spiel. Ich habe das wirklich, das war eins dieser Spiele, wo ich wirklich mal wieder die Nacht zum Tag gemacht habe und ewig lang gezockt habe und nicht aufhören konnte. Und meine Freundin lag im Bett und hat gedacht, wann kommt der endlich, der Idiot? Dann ist er doch schon eingeschlafen. Ich saß da, habe nur gezockt, nur gezockt. Das war einfach nur großartig. Es hat so viel Spaß gemacht. Also, ich bin ja auch ganz großer Fan von Paper Mario. Das ist ja quasi das Gameplay aus Paper Mario gepaart mit South Park. Mit einer riesengroßen South Park-Episode. So spielt sich das. Und das ist einfach nur großartig. Was das Einzige, was nervig ist, ist, dass es für Sammler schwierig ist, alles zu kriegen, weil viele Gegenstände, die kriegst du ab einer bestimmten Stelle nicht mehr. Ich hatte die Platin. Ich hab's auch fast. Ich hab das Spiel nochmal komplett durchgespielt. Mir in dem einen Run sowohl alle Waffen geholt, alle Rüstungen geholt, alle Chin-Pokémon geholt und jetzt kommt's, das alles geschafft ohne mit dem Messi-Achievement. Das heißt, nichts verkauft. Ich hab alle Waffenrüstungen gekauft, ohne Sachen verkaufen zu dürfen. Jetzt kommt der Gamerscore-Schwanzvergleich. Das haben wir ja dann im nächsten Cast. Oh, da habe ich so schöne Ah, okay. Anekdoten. Alles klar. Oder ich finde sie geil. Ja, Ach so, sehr scheiße, ja. Nee, anderer Zu Cast. spät. Splinter Cell Cast machen wir. Nö, das ist jetzt eigentlich so, das ist jetzt, da wird nichts Es rausgeschnitten. hört doch eh keiner, mein Gott. Ja, Mann, ey. auf jeden Fall. Nee, ich will jetzt keinen Schwanzvergleich machen, aber das war halt eine coole Erfahrung. Ich habe mir am Ende noch richtig Geld zusammen gefarmt. Ich bin immer wieder zu diesen komischen Wölfen, die einen in Kanada angepupst haben, haben wir haufenweise kanadische Dollar geholt, um die ganzen kanadischen Gegenstände zu kaufen. Und habe ich mir irgendwelche Diebesausrüstungen angezogen, die mir mehr Kohle bringt, mit diesen Flicken drauf, die mehr Kohle bringen. Und dann bin dann immer von Parkour zu Parkour gelaufen, habe das ganze Geld aus den Parkouren rausgeprügelt. Bin dann wieder schnell reise, wenn die Parkuhren wieder respawnen, hab dann wieder die Parkuhren verprügelt, das ganze Geld rausgeholt. Und dann habe ich mir gedacht,
Ja, warum bist du jetzt nicht eigentlich mal intelligent? Hab das Spiel einfach mal abgeschlossen, hab das Achievement abgesagt und dann eigentlich alle, einfach mal alles verkauft, um die ganzen Waffen, Rüstungen kaufen zu können. Das habe ich ein bisschen getrickst. Aber ja, ich habe jetzt auch fast alle Achievements. Seid ihr noch da? Ja, ich höre gespannt deinen Worten. Gut. Das war eines der liebsten Spiele des Jahres. Das war das liebste Spiel des Jahres. Was ich aber noch dieses Jahr noch richtig gefeiert habe, war klar Walking Dead. Welche sollten ja nichts mehr dazu sagen. Hyrule Warriors habe ich jetzt noch sehr gefeiert. Das konnte ich im Podcast nicht sagen, weil ich es erst vor kurzem jetzt gespielt habe. Ist auch so ein Spiel, das ich jetzt in letzter Zeit hoch und runter spiele. Ziemlich geil. Wie sich Tomodachi Life mein Ranking machen wird, muss die Zeit zeigen, weil das was ist, was du über die Zeit hinweg spielst. Und sonst. Mich wundert das echt, weil du hast so oft von Mordor Schatten so als dein Überraschungshit quasi gesprochen. Mordors Schatten, genau. Gut, dass du sagst. Das hätte ich jetzt wirklich wieder vergessen. Ja, das fand ich auch richtig, richtig geil. Ich habe jetzt mal gerade bei Steam reingeguckt, wie viel ich hatte an Minuten, Stunden. Habe es schon wieder vergessen, deswegen muss ich nochmal reingucken. Genau, 28 Stunden, habe das Spiel auf 100% gebracht und danach mitgekriegt, dass es ein HD-Content-DLC gibt, der das Spiel nochmal schöner gemacht hätte. Sehr geil, dass ich das nach dem Durchspiel mitgekriegt habe. Aber wo wir schon bei HD-Content sind, ich habe ja nur die PS3, oder das heißt nur, aber ich habe die Lol, Noob! PS3 und, Soll ja so schlecht sein. Die sollen so mies sein. ja, das soll so richtig schlecht sein und mich juckt es eigentlich komplett in den Fingern, dadurch, dass ich jetzt halt noch so ein bisschen auf den Hobbit-Film mich gefreut hatte und jetzt gerade auch den Hobbit lese und ich bin gerade irgendwie noch so ein bisschen im Herr der Ringe-Feeling und habe total Bock drauf. Und hab dann irgendwann mal ein Vergleichsvideo gesehen zwischen PS3 und PS4-Version. Und die PS3-Version sieht so unfassbar schäbig aus daneben. Also so richtig. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also ich glaube, das krasseste war irgend so ein Katapult, was sie in diesem Vergleichsvideo gezeigt haben. Das Katapult sah auf der PS4-Version so richtig episch aus mit dieser klischee-tiefstehenden, fast Sonnenuntergangssonne, die dieses ganze Land so golden einfärbt, was du gefühlt in jeder Einstellung von Herr der Ringe hast. Alles so episch und dieses Gerüst sieht so richtig geil alt aus und mit Seilen und fett halt. Richtig, richtig schön kernig, wie du dir so ein Herr der Ringe-Ding vorstellst. Und die PS3-Version sieht aus, als, weiß ich nicht, käme sie aus einem PlayStation 2-Spiel. Also so richtig schlechtes, schäbiges Teil, total statisch und hässlich. Und ich bin ja eigentlich kein Text, also kein Grafik-Fetischist, ja, aber wenn man das so sieht und der Kontrast ist so böse und der tut so weh. Ja, wenn du schon die PlayStation 4-Version so geil findest, dann müsst ihr erstmal die PC-Version mit HD-Content sehen. Ich habe sie mich nochmal fix angemacht, um mal zu sehen, wie es aussieht. Und es sieht wirklich nochmal richtig krass besser aus. Aber ist es denn dann auch besser als PS4? Ja klar. Ich bitte dich. Das sagst du so, aber es ist ja, Tomb Raider sieht auf PS4 und Xbox One besser aus als in der PC-Version zum Ja, Beispiel. weil diese Deluxe Edition auch später noch rauskam, die sie überarbeitet hatten. Aber Herr Dringenbruder Schatten kam gleichzeitig raus und da gab es noch da extra diesen HD-Content-Patch. Also ohne den HD-Content-Patch sieht es halt aus wie die PS4-Version, so habe ich es gespielt. Und hätte ich den jetzt noch drüber installiert, was ich nicht getan hatte. Boah, Alter, sieht das geil aus. Und ich ärgere mich richtig, dass ich das nicht gemacht habe. In jedem Fall habe ich aber das Glück, dass ein Kumpel von mir eine PS4 hat und mir die demnächst wohl mal zur Verfügung stellen wird, um Mordor Schatten zu spielen. Da freue ich mich sehr, sehr, sehr drauf. Weil das ist auch so ein Spiel, ich meine, ich mochte Batman, ich mag Assassin's Creed und das ist gefühlt beides zusammen in Mittelerde. Und ich glaube, da werde ich richtig viel Spaß mit haben. Es kann auffallen, ich musste ein Spiel. Na gut, wenn wir jetzt noch über Herr der Ringe reden, dann weiter. Hey, du wolltest noch was sagen? Weil mich Thiago gerade auf die Idee gebracht hat. Im Skicast, du hast ja Alan Wake gespielt, oder? Ja. Hast du auch Stark gelesen, also den Stephen King-Roman? Nee. Okay, weil mich Thiago gerade auf die Idee gebracht hat, weil er Hobbit liest und eigentlich Mordor Schatten spielt. Ich lese zurzeit Stark und eigentlich könnte ich mir mal Alan Wake mal wieder reingeben. Okay, ich habe das jetzt nur gefragt, weil ich eigentlich wissen wollte, ob du was dazu sagen kannst, aber damit hat sich die Frage auch schon erledigt. Aber was ich sehr witzig finde, vor ein paar Ausgaben beim Podcast,
meinte Thiago noch so, ja, wissen die PS3-Version von Mordor Schatten? Und dann meint Garo, ja, sieht richtig scheiße aus und so weiter. Und dann, ja, die Grafik ist eigentlich eh egal. Dann werde ich mir mal geben. Ja, ja. Und jetzt Pause und später, oh Gott, die Grafik ist so scheiße. Wenn man das einmal gesehen hat, das, man darf den Fehler nicht machen, sich das anzugucken. Ich saß da so und dachte so, ja scheiße, jetzt guckst du dir das mal an, so schlecht kann das doch nicht sein, Mensch, beweis das doch mal. Aber ich hab's schon bereut in dem Moment, wo ich den ersten Vergleich gesehen habe und dachte so, nein, jetzt kannst du nicht mehr spielen, scheiße. Es sollte diese hingeschluderten Last-Gen-Dinger echt nicht mehr geben. Nee, also, das ist gar nicht, die könnten die vielleicht einigermaßen auch nicht machen, aber die machen es einfach. Das ist so wie Destiny. Ich spiele ja Destiny auf der PS3 und besagter Kollege war dann irgendwann mal bei mir und ich war irgendwie noch dabei, die Runde zu Ende zu zocken. Und der sagte auch direkt, Alter, wie sieht das denn aus? Und Ladezeit alle voll lang und furchtbar. Und dadurch, dass ich den Vergleich nicht habe, stört mich das null. Also ich habe mir Destiny nie auf einer PS4 angeguckt. Ich weiß nicht, wie das da läuft, wie die Performance ist. Das läuft auf PS3 super flüssig. Ich meine, klar, hat relativ lange Ladezeiten, aber wenn du mit einem Kollegen dabei skypst oder so, stört dich das eh nicht. Und ich habe das nicht bemerkt, aber er saß daneben und hat total die Krise bekommen. Ich meine, er hat irgendwann zugestanden, dass er ein bisschen übertreibt, aber so, das ist genau dasselbe im Grunde, was ich jetzt mit Mordor Schatten hätte. Wenn ich die Version so gespielt hätte, hätte es mich vielleicht nicht gestört, aber ich habe einmal den Vergleich gesehen und das war ein Fehler. Aber ich stelle mir manchmal so vor, wenn so ein Typ, der jetzt keinen Bock hat, wie wir es jetzt bei dieser Generation hatten, wo manchmal relativ lange Zeit vergehen kann, ohne dass ein cooles Spiel rauskommt. Also jetzt mit Dying Light kommt jetzt seit einigen Monaten das Was übrigens, glaube ich, indiziert wird, so am Rande. Ja, ich sage ja nicht, ob es gut oder schlecht. Ich sage nur, dass es offiziell quasi in Retail-Laden in anderen Ländern erscheint. Und sogar in unseren. Im nein, der Citro hat da heute, glaube ich, irgendwas in Skype geschrieben, dass er alle News oder sowas jetzt entfernen muss. Ist jetzt auf Liste A gelandet und mit guten Chancen auf Liste B. Und genau, stell mir da manchmal so vor, wie so jemand absichtlich, ohne es zu wissen, immer eine Generation hinterher ist. Also quasi jetzt, wo PS4 rauskommt, tauscht er seine PS2 gegen PS3 ein. Und wie krass das sein muss, was du für einen riesigen Katalog hast dann an Spielen, wo wir am Anfang der PS3-Zeit gewartet haben, bis irgendwie mal was kommt. Und der hat wirklich quasi das ganze Full-Package und die Spiele kosten 10, 20 Euro. Das ist krass. Wie krass das sein muss. Aber das ist auch so ein bisschen der Grund, warum ich, mal abgesehen von diesem Bock auf neue Hardware, also ich meine, das kennt ja jeder, ich freue mich auch tierisch auf den New Nintendo 3DS, obwohl es total irrational ist, weil es so viel geiler als mein 3DS jetzt auch nicht ist, aber neue Hardware, geil, auspacken und so. Und ich habe eben noch die PS3, weil ich noch so viele Spiele irgendwie auf dem Zettel habe, auf die ich noch Bock habe oder die ich noch irgendwie günstig kriege. Und deswegen war der Bedarf nach einer PS4 für mich einfach noch nicht so da. Und es gibt ja auch ganz viele Leute, die das lange Zeit ähnlich sehen. Ich meine, mittlerweile kippt es ja doch, weil dieses Jahr schwingt ja schon so ein bisschen die Mentalität über, dass man eher auf die neuen Konsolen wandert. Aber ich weiß, dass ganz, ganz lange nach Release die Leute gesagt haben, ja, sieht nett aus, 2, 3 Spiele kommen, brauche ich jetzt nicht. Und es gibt noch 50 Spiele für PS3, die mich noch interessieren. Und es ist echt krass, was wir für einen gigantischen Katalog haben, was wir für einen Preisverfall in dieser Generation hatten. Ich glaube, das gab es nie vorher, dass du irgendwie Spiele für ein Apfel und Ei bekommen hast. Teilweise ja auch dann aus England importiert für Spottpreise. Also da hat sich tierisch viel getan in dieser jetzigen Generation. Gerade bei der PS4 ist, finde ich, schwieriger als das bei Wii U oder Xbox One, weil auf der PS4 hast du fast nur Titel, die du eigentlich auch auf der PS3 spielen könntest. Also es gibt ganz, ganz wenig Spiele, wo du sagst, okay, ich kann das jetzt nur auf der PS4 oder ich kann das nur auf Konsole bei der PS4 zocken. Es gibt sowas wie Second Son, das ist vielleicht noch so mit der beste Titel, aber sonst gibt es halt sowas wie Killzone, wie Knack, wie Drive Club, aber das sind ja jetzt nicht alles so die Megatitel. Und auf der Wii U hast du jetzt eigentlich schon einige Titel, wo du sagst, okay, dafür kann man sich die Konsole kaufen, weil die kann ich nur auf der Konsole spielen. Aber trotzdem ist es die verschmähteste Konsole dieser Generation, das ist halt ein bisschen witzig. Es liegt aber, glaube ich, ein bisschen daran, dass Nintendo ihr eigenes Konzept so ein bisschen inkonsequent behandelt oder vielleicht auch nicht zu Ende gedacht hat, aber was der Hauptgrund ist einfach schlechtes Marketing, das ist der Hauptgrund. Der Hauptgrund ist einfach mieses Marketing und dieser miese Name. Aber du kannst mir ja nicht erzählen, dass ein Top-Marketing jetzt die Design-Fauxpas richten könnte, die das Gamepad halt einfach mitgebracht hat. Also ich meine, es gibt die, kein... Aber denk mal nach, die PlayStation 4 hat sich nur wegen des Marketings so gut verkauft. Wirklich, nur wegen des Marketings. Es gab... Naja, aber nicht... Doch,
Doch. Ja, aber dann auch wegen mangelndem Marketing der Xbox. This is for the players. Nee, PS4 bei PlayStation ist immer dasselbe, Anfang fast jeder Generation, dass lange Zeit wenig kommt und dann explodiert alles wie 2012. Ja, aber PlayStation 3 hat sich kein Schwein gekauft am Anfang. PlayStation 4 kaufen es alle wie die Blöden und das liegt nur an dem Marketing. Aber das liegt, glaube ich, daran, dass die viel den Auftrieb genutzt haben, dass die Xbox One so komplett gehatet wurde und die ja auch teilweise riesen Rückzieher gemacht haben. Und damals sind ja dann sogar Leute dann abgesprungen, die dann gesagt haben, okay, die Xbox One ist ein sinkendes Schiff, dann gehe ich lieber zur PS4, weil da, also Sony war ja im Grunde grundsolide, ja. Ein bisschen Share-Funktionen mit drin und ansonsten alles wie vorher, nur in besser. Und ich glaube, da wollten Leute einfach die sichere Seite. Die wollten kein Sports, die wollten kein TV, die wollten kein Kinect, die wollten kein Always On und was es damals alles hieß, sondern die wollten zocken und wenn je mehr Community ist, sowieso cool. Also deswegen sind die dann alle übergesprungen. Das hat Sony dann natürlich... Weil es halt auch sehr dumm ist, ein ganz großer Faktor ist einfach der Preispunkt. 400 Euro im Vergleich zu 500 Euro damals, 100 Euro sind nicht gerade wenig. Und wenn du dann noch weißt, okay, die bist viel stärker... Ich finde es echt faszinierend, wie man nie vorhersehen kann, welche der neuen Konsolen jetzt der Anführer wird. Eigentlich ist es momentan ganz suspekt, weil zu Beginn haben alle gesagt, PS4 hat jetzt schon die komplette Generation gewonnen. Und eigentlich, wenn man sich mal anguckt, was Microsoft jetzt auch im Weihnachtsgeschäft für einen Preiskampf nochmal geliefert hat und was es da für krasse Bundles gab, irgendwie, was habe ich denn da gelesen? Xbox One mit FIFA, zweimal Assassin's Creed, einem Tanzspiel, zwei Controller für, keine Ahnung, 400 Euro oder sowas. Und also Bundles, wo selbst ich als jemand, der eigentlich überhaupt kein Interesse an der Xbox hat, sagt, okay, also für den Preis ist das schon echt geil. Ja, und das hat sich ja auch manifestiert, dass sie in den USA dann in 2 Monaten, ich glaube Oktober, November oder November, Dezember, auch die PS4 zum ersten Mal überholt hatten. Also es zeigt auch Wirkung. Es ist jetzt nicht so, dass sie mega abgeschlagen ist. Und es ist immer ein bisschen dumm zu sagen, ja, die Xbox One ist voll der Fail und so weiter, weil sich die Xbox One deutlich besser verkauft als die Xbox 360. Und die Xbox 360 war ein Erfolg. Ja, aber selbst verglichen mit der PS4, also ich meine, die haben ja eine Verfolgungsjagd hingelegt, die ist ja schon fast absurd. Und dann, um das Ganze, das Paradoxon dann perfekt zu machen, kommt Nintendo da an, die gefühlt ja nochmal 100 Euro billiger als alles andere sind, und einen hochqualitativen Titel nach dem anderen vom Stapel lassen, ob die jetzt Wii U-Features benutzen oder nicht, aber Bayonetta, Smash Bros., Mario Kart, Mario Bros. U, also eigentlich... irgendwie findet man immer was auf der Wii U. Nicht viel, aber das, was kommt, ist ja absolut hochqualitativ. Und der Großteil sind Jump'n'Runs. Naja, klar, aber ich meine, trotzdem sind es absolut hochqualitative Titel. Also da kannst du ja kaum was dran aussetzen. Und es sind alles Exklusivspiele und trotzdem ist diese Konsole total verpönt. Also eigentlich haben wir eine total verkehrte Welt in jeglicher Hinsicht. Da gab es mal einen coolen Beitrag auf 9Gag, glaube ich. Da ging es darum, dass wir die Wii U, dass wir quasi so vorgehen wie Frauen heutzutage, dass wir uns an die übelsten Machos ranmachen, die uns eigentlich nur ausbeuten, und Nintendo Friendzone, die eigentlich der Good Guy sind. Ja, ich glaube, aber die Wii U hat quasi dasselbe Problem wie die Xbox One. Es konzentriert sich auf Kern-Genres. Ich muss ja nicht sagen, wie viele Jump'n'Run es auf der Wii U gibt. Und es ist auch immer Quatsch zu sagen, die PS4 verkauft sich so, weil, und alles, was dahinter kommt, ist eigentlich Quatsch, weil ein Kauf einer Konsole ist immer eine Investition in die Zukunft. Du hast diese Konsole für die nächsten, ich sag mal, 5 bis 10 Jahre. Und ob du jetzt 400 Tacken ausgibst oder in 2 Jahren vielleicht 50 Tacken weniger, weil die PS4 wird sehr lange nicht sonderlich krass im Preis fallen. Ich glaube, da kann man sich relativ sicher sein. Das Einzige, was halt kommen kann, ist eine Slim oder sowas. Genau, ja. Die alle, wahrscheinlich eh dieses Jahr, die obligatorische 2-Jahres-Regel, wo dann die Slim kommt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, A, wie viel kleiner die PS4 noch werden soll, und B, dass man noch tiefer im Preis geht, ohne unfassbare Qualität zu machen. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Da gab es ja kürzlich schon mal Gerüchte. Und was ich mir vorstellen könnte, wäre, dass es eine Art 2.0-Version gibt, die nicht mal unbedingt eine Slim ist. Also von mir aus eine mehr Festplatte, wofür man das auch braucht, aber egal, sieht immer gut aus. Und da gab es irgendwie so ein paar Geschichten, dass die zu Beginn manchmal sehr laut wurde oder dass du manchmal das Gefühl hattest, das Ding hebt gleich ab, weil der Lüfter komplett eskaliert. Da gab es zu Beginn, also wirklich ganz, ganz, ganz zu Anfang der PS4, gab es mal so ein paar Videos, wo da die PS4 da irgendwelche Turbinen angeworfen hat, das habe ich bis heute noch nicht erlebt.
dass sie irgendwie sowas nochmal machen, dass sie die Hardware irgendwie ein bisschen solider überarbeiten. Das wäre auch wünschenswert, weil die PS4 ist, naja, was war, erwartet man für 400 €, sage ich mal. Die PS3 hat damals zum Launch 600 € gekostet. Es ist einfach, die Hardware ist nicht sonderlich gut verbaut. Die Diskussion hatten wir letztens im Forum und ich sage auch immer wieder, ich traue meiner Xbox One deutlich eher zu, dass sie in 10 Jahren noch läuft, als meiner PS4. Die Xbox One macht kaum Geräusche, sie ist riesig, wenn man so will, aber es liegt auch einfach mit am Kühlungssystem. Die wird. Da haben sie aus der Xbox 360 gelernt, ne, mit dem Ring of Genau, Death. Ja, haben wirklich draus gelernt und die wird auch nicht heiß, so richtig. Bei der PS4 greife ich manchmal nach hinten und denke mir so, oi, das ist jetzt nicht so geil. Und auch so ganz kleine Sachen. Viele PS4 haben zum Beispiel so leichte Verfärbungen auf der matten Oberfläche. Die siehst du meistens nicht direkt, sondern im Licht, aber denkst du dann auch, okay, Qualität sieht halt irgendwie anders aus. Lauter so kleine Schritte. Wollen wir mal zurück zum Thema wiederkommen? Ja, habe ich mir auch gerade gedacht. Na, eigentlich können wir jetzt schon ein abschließendes Fazit machen. Ich bin nur noch nicht fertig. Ich hab mir mit Mordors Schatten irgendwie reingefallen. Ja, das Spiel ist gut, Mordors Schatten. Gutes Spiel. Es gab nämlich noch was ich dieses Jahr gespielt habe. Das müssen wir mal raussuchen, weil ich hab jetzt mega krass den Faden verloren. Donkey Kong Country habe ich auch richtig gern gespielt dieses Jahr. Das war ganz große Klasse. Die Metro-Reihe hat mir Sheik jetzt mal zu Gemüte geführt. Und was ich mega gefeiert habe, was ich sehr spätes nachgeholt habe dieses Jahr, Brutal Legend. Alter, ist das geil. Das ist aber, ja. Das ist etwas, was ich mich schon immer frage. Das Spiel heißt nicht Brutal Legend, oder? Es ist einfach Brutal Legend, das ist dieses Metal-typische. Genau, wie bei Motorhead. Ist ja auch nicht Motorhead, genau. Ja. Motorhead. Brutal Legend, ja. Großartig, war übelst geil. Richtig gefeiert. Open World in dem Land des Metal. Das ist einfach nur geil. Weißt du noch damals, als die Musik noch echt war? Du meinst ja. In den 70ern? Nein, viel früher. In den frühen 70ern. Das ist nämlich so direkt die erste Szene. Und also da bin ich schon vom Stuhl gefallen vor Lachen. Ich saß da. Das ist Jack Black? Das ist Jack Black? Oh, das ist doch Jack Black? Geil, geil, geil. Und er ist halt auch wirklich Jack Black. Ja. Also durch. Ich habe das Spiel gekauft, ohne was davon zu wissen. Null. Wirklich nichts. Aber das ist doch mega bekannt eigentlich. Ich habe es einfach mal im Steam Sale zugeschlagen, dachte, komm, hier steht Brutal Legend, jetzt spielst es mal. Und du sagst, Jack Black? Und dann, what? Das ist Ozzy Osbourne? Der ist der Lord des Metal? What the fuck, wie geil ist das? Und dann, oh, das Lemmy, das ist dann eben doch das hier. Das Lemmy ganze Motorhead. Spiel ist ja eine riesengroße Hommage. Also ich glaube, irgendwie die Landschaften sehen auch alle aus wie Albumcover und. Es ist halt wieder dieses typische. Es ist so traurig eigentlich, das ist wieder so ein Tim Schafer-Spiel, was eigentlich ganz gut ist, was aber nicht mal annähernd die Resonanz bekommen hat, die es verdient hat. Aber ich glaube, das ist halt auch wieder so Nische, ne? Ich meine, das ist halt genau auf Metal-Fans. Punkt. Hättest du im Land des Dubsteps gemacht, dann wäre es hier ein krasser Erfolg geworden. Ja, es wäre aber scheiße gewesen. Ja, aber erfolgreich. was ich noch fragen wollte, beziehungsweise was mir noch aufgefallen ist dieses Jahr, das hätte ich eigentlich letztes Jahr ausgeschlossen, dass dieses Jahr noch bis zum Ende des Jahres Spiele für die Last-Gen-Konsolen erscheinen. Wollte ich mal fragen, war das letzte Generation auch so? Als die PlayStation 3 und Xbox 60 rauskamen? Also für PS2 kam ja noch ganz, ganz, ganz lange neues Zeug. Ja, aber nicht so Ports von den neuesten ja, Spielen. Ja, das meine ich. Das gab es damals gar nicht, weil die Hardware viel zu weit auseinander war, behaupte ich. Du hast auch sehr lang FIFA-Teile zum Beispiel bekommen. Ja, das stimmt. Aber das waren ja irgendwann nur noch diese Legacy Editions, genau. Später, ja, aber ich glaube so 2-3 Jahre hast du dann ein ganz normales Ja, Kind okay. bekommen. Aber, du hast doch so ich glaube, American Wasteland zum Beispiel hast du auch noch auf GameCube, PS2 und Xbox gehabt, also erste Xbox. Also es ging schon ein ganzes Stück so. Und ich glaube, dieses Mal wird es noch länger gehen. Ja, aber ich glaube, letztes Mal war einfach dieser Hunger nach neuer Hardware viel größer als jetzt. Also jetzt hatte man ja fast eher so eine Stimmung, dass man gesagt hat, ja, wird wohl geil, aber eigentlich kann ich mir noch gar nicht so recht vorstellen, wie das jetzt so viel besser wird. Also damals hatte man das Gefühl, so Sachen wie Assassin's Creed oder Oblivion waren dann so Dinge, die dann plötzlich
erst so richtig möglich waren. Und alle haben gedacht, boah, geil, solche Spiele gingen vorher gar nicht. Das erfindet das Rad für mich jetzt völlig neu. Und wenn jetzt so ein Infamous Second Son kommt, was ja in so eine zeitlich ähnliche Schiene fällt, wie damals so ein Oblivion oder Assassin's Creed, dann denke ich mir, ja, sieht jetzt halt ein bisschen besser aus. Sehr witzig, dass du das sagst. Ich habe ja mal erzählt, dass ich öfter mal alte Game One-Folgen gucke, wenn ich zum Beispiel irgendwas Monotones zocke oder so. Und da gab es halt die Folge zu PS3 und Xbox 360 Release. Und als die rauskam, meinen die so, ja, schon cool, aber irgendwie ist das nichts Neues, oder? Echt? Ja, das ja. Habe ich damals ganz anders empfunden. Weil ich weiß noch, wo ich Oblivion damals bei einem Kumpel, hatte halt die Xbox 360, wo du am Anfang aus diesem Kerker rauskommst und du siehst das erste Mal quasi die Welt bei Tag, mir ist da so die Kinnlade runtergeklappt. Ich habe gedacht, wie geil ist das denn bitte? Ich habe wirklich monatelang nur Oblivion gespielt und das erste Mal, dass es quasi so einen Combo-Breaker gemacht hat in der Xbox, war dann Gears of War für die 360. Ja. Ja, deswegen sage ich nicht, ob es das waren auch Zeiten. Ja, da kamen echt so viele Titel, wo ich sage, die waren cool. Aber ich kann mich nicht ernsthaft beschweren, auch bei der Diskussion vor ein paar Tagen. Ich kann mich bei der Xbox One nicht wirklich beschweren. Es sind zwar jetzt nicht so viele Spiele, die wirklich nur für die Xbox One erscheinen, aber es sind genug Spiele, wo ich sage, ja, Dead Rising 3, Titanfall, Forza Horizon 2, Forza 5, D4, Spiele, die exklusiv oder halb exklusiv oder was auch gar immer sind. Gar nicht exklusiv. Aber ich weiß nicht, Titanfall war halt nur Xbox-Konsolen. Die hätte ich auf der PS4 nicht spielen können zum Beispiel. Und PC genau, ja. Ist doch indirekt ähnlich wie bei der Wii U, ne? Mit der Xbox One. Es gibt die gewissen Titel, die rocken. Ja, aber es gibt immer wirklich nicht, nicht die Massenware. Und Punkt 2, kannst du das genau so auch mit dem PC abdecken. Titanfall ja, genau, kannst du auf PC spielen. Ja, die Dead Rising kann man auch für PC. Rise dann aber auf Rom kann man für PC. Ich zum Beispiel nicht auf dem PC stocken. Ich kann kein Forza 5 auf dem immer PC. Auf aber auf da könntest du dann ja wieder damit argumentieren, dass du auf einer PS4 dann irgendwann dein Gran Turismo hast. Eben, ja, aber bis ich das habe, jetzt kommt Forza 6 dieses Jahr wahrscheinlich, dann habe ich drei Forza-Titel. Tut sich da, jetzt mal als Laie, weil mich Forza damals tatsächlich so ein bisschen interessiert hat, tut sich da so viel oder ist das wirklich eher dieses FIFA-eske, ich meine, ich weiß, ich widerspreche mich jetzt so ein bisschen, aber so mehr so diese Detailveränderungen? Es sind die Detailveränderungen. Bei Forza reizt mich halt immer bei neuem Titel, ich starte neu, habe keine Autos und ich arbeite mir wieder hoch, also und kauf mir dann, und dann habe ich das Geld der für Pokémon-Effekt. Ja, ein bisschen so, und ich sammle mir das so zusammen. Genau, ja. Und das sind eben diese, die Xbox One fällt halt in diese Kerbe zwischen Titeln, die ich zum Beispiel nicht am PC haben könnte und Titeln, die ich nicht auf der PS4 haben könnte. Aber Titel, die einfach sehr wichtig sind. Und auf der Xbox habe ich diese Titel. Vielleicht nicht in bester, wie jetzt Dead Rising 3 auf dem PC oder Rise, aber dafür habe ich eben Forza. Das habe ich nicht auf dem PC oder Horizon 2 oder Sunset Overdrive oder D4. Das sind alles Titel, die ich nicht auf dem PC haben könnte und die ich halt auch nicht auf der PS4 haben könnte. Und fällt für mich in diese schöne Kerbe und deswegen kann ich auch nicht wirklich sagen, dass ich, weil es immer sehr leicht ist zu meckern und sagen, oh, Generation ist so scheiße, es gibt nur Remix und so weiter. Wenn ich ganz ehrlich bin, gefällt mir diese Generation jetzt vom Start her sehr, sehr gut, weil bei der 360 hatte ich, Oblivion hat mir zum Beispiel sehr gut gefallen, hatte ich ja gemeint, aber hätte ich genauso auf dem PC spielen können. Und mit Gears of War war, glaube ich, so der erste Titel, den ich nur auf der, später kam er auch für den PC, aber zu der Zeit nur auf der 360 spielen konnte. Das war ein Titel nach was? Ein Jahr, eineinhalb Jahren, wo Moment, ich sage, okay, Gears of War gibt's für PC? Ja. Kam später eine PC-Version. Ach, echt? Ich habe nur der zweite Teil war der einzige, der nicht für PC erschienen oder so. Der dritte Teil kam nicht für PC. Also Judgment kam nicht für PC. Ja, also. Judgment kommt, das ist dann auch nur so ein Das ist so ein God of War. Judgment ist richtig scheiße. Nicht 4, sondern. Genau. Ach, wie hieß denn das denn nochmal? Das kam sehr nah, zeitnah. Dieses nicht wirklich neue Gears of War und dieses nicht wirklich neue God of War raus. Gears of War, God of War. Machen irgendwie genau dasselbe. War halt eben, war auch sehr schlecht. Ich bin großer Fan der Serie, aber der Teil war schlecht. Aber Gears of War 2, 3 kamen nicht für den PC und das waren sehr, sehr gute Titel. Und eben wie lange es gedauert hat, bis auf der 360 mal ein Titel kam, wo ich sage, okay, den kann ich jetzt nur auf der Xbox zocken. Da kann ich nicht wirklich sagen, dass ich unzufrieden Stimmt, bin. Hätte ich jetzt nur der PS... Und nur der erste. Genau, ja. Recht. Und bei PS4 wäre ich schon unzufrieden, weil mir immer noch zumindest ein Titel fehlt, an den ich mich klammern könnte, wo ich sagen könnte, okay, dafür lohnt sich jetzt die PS4 wirklich. Vielleicht jetzt mit Bloodborne oder The Order oder Until Dawn oder Uncharted 4, da werden sehr viele, sehr gute Titel sein, aber
Bei Bloodborne gehe ich auch mit. Standpunkt jetzt ist halt, ja, wäre ich unzufrieden mit der Wii U wäre ich noch zufriedener. Die Generation fällt, steht und fällt doch sowieso mit dem neuen Zelda. Ah, wir werden sehen. Ich bin ja sehr gespannt, weil sich Nintendo damit ja eigentlich so ein bisschen in Terrain wagt, Dass was sie nicht nicht, sehr dass sie nicht kennen, ja. Nintendo-untypisch ist. Ja, Open World kennt Also Nintendo noch entweder nicht. verkacken sie es oder es wird Eben. episch. Und Ja, das Problem ist, dass dazwischen sie geht gar eigentlich in nichts. Open World, ich meine, die Vergleiche sind absurd, ja, aber man kommt da schnell in so GTA-Gedanken, in Metal Gear Solid 5, wo sie es ja auch Open World machen. Und Okay, das sind schon deswegen sage ich ja, Riesenentfernungen. Also dass die so weit würde ich so weit nicht würde gehen. ich auch nicht gehen, aber eigentlich, wenn du an Open World denkst, und das sind nun mal die ganz großen Open World-Spiele, da bin ich sehr gespannt, was Nintendo dann macht, weil Nintendo guckt, darauf verwette ich meinen Arsch, die sehen sich GTA 5 nicht mal an und gucken sich erst recht nicht an, was man da irgendwie von abgucken könnte. Ganz ehrlich, du musst mit einer Semi-Open World rechnen. Rechne ich stark mit. Also das wird auf keinen Fall. Das geht im Sinne von, es ist mehr Open World als jegliches Zelda bisher war, aber Es nicht soll ja echtes tatsächlich Open schon World. so sein, dass selbst der Weg zum Dungeon wie ein Dungeon ist. Weil du erstmal, weil du hast Das eine riesengroße stinkt Welt und nach Schlauchwelt. du musst Stinkt nach erstmal gucken, Schlauchwelt wie für du da mich. überhaupt hinkommst. Das wird keine Schlauchwelt. Das ganze Konzept soll ja quasi sein, dass du irgendwo anfängst und dir erstmal überlegst, wie komme ich da hin und was muss ich da machen, um dorthin zu kommen. Also, und auch was da alles schon, ach, egal. Bin gespannt, Ich bin sehr gespannt, was da aber kommt. ich bin halt auch sehr skeptisch. Ja, klar. Gerade als Mega-Zelda-Fan Aber das ist halt spannend, weil und Nintendo es macht. gerade nach Skyward Sword, das auch Nintendo gemacht hat, bin ich sehr skeptisch. Ja, gut. Wir können ja nochmal einen Zelda-Podcast machen. Ja. Ja! Wow, schon wieder Teaser, aber Hauptsache ich werde hier angeschissen von euch, wenn ich Da, den das war, Gamerscore da, Cut das auf. war, Zum das, Abschluss das, das anteasern, was erste wir war noch eine so. Idee. Das zweite war, was schon feststeht, dass wir es machen. Zelda-Podcast ist vielleicht mal irgendwann, was du gesagt hast, war Ja, etwas, wollen wir was denn schon anteasern, feststeht. was so auf der Agenda steht, was so demnächst kommt? Wollen wir das ganz am Ende machen, weil ich will nur noch einen Punkt mit euch besprechen vorher. Und zwar, wie fandet ihr das Jahr jetzt insgesamt? Jetzt ohne, sondern einfach nur, ja, wie fandet ihr das Jahr, das Spielejahr 2015, 14? Also ich fand's sehr, sehr aufregend, sehr spannend. Es gab viele Enttäuschungen. Es war wohl das Jahr der Downgrades, glaube ich, was diesen Begriff auch geprägt hat. Aber es hat auch unglaublich geniale Spiele und auch originelle neue Spiele, nicht nur Fortsetzungen gebracht. Und also ich bin sehr zufrieden mit 2014. Same here. Ich bin auch sehr zufrieden. Ich habe viele, viele tolle Spiele gespielt und freue mich auf viele neue tolle Titel von Nintendo und den anderen. Ich will mal gucken, ob Batman Arkham Origins noch dieses Jahr für weniger Geld kommt, weil das wieder mit DLCs und Pre-Order-Fuck-Gedöns zugeschissen ist, dass ich wohl auf eine Game of the Year oder sowas Edition warte. Assassin's Creed Unity werde ich jetzt nächstes Jahr spielen, alles. Und dieses Jahr habe ich auch halt wirklich viel nachgeholt, viel Neues gesehen. Und gerade Nintendo hat mich sehr begeistert dass ich jetzt nachdem wir, meine Freundin und ich, jahrelang Mario Kart Wii und Super Smash Bros. Brawl gespielt haben, jetzt endlich mal auf den neuen Ableger umsteigen konnten und das jetzt die nächsten 5, 6 Jahre spielen werden. Ja, ich sehe es ein bisschen anders. Ich fand das Jahr rückblickend, also im Jahr merkt man das natürlich, aber rückblickend relativ unspektakulär eigentlich, weil wir hatten wenig Spiele, die das Jahr neu erfinden, die das Spiel neu, oder die Spiele, nein, also andersrum. Wir hatten im Jahr wenig Spiele, die das Rad neu erfinden, so. Aber dafür einige sehr gute Spiele, die ein Genre, finde ich, nochmal weiter vorangetrieben haben. Also so ein Smash Brothers und ein Mario Kart wird immer ein neuer Maßstab für die nächsten Teile sein. Bayonetta 2 ist sowieso das Maß aller Dinge wahrscheinlich für alle Spiele, die so stylisch Action sind. Was mit Destiny passiert oder mit Shooter allgemein, ob das irgendwie ein Weg. Also da gibt es schon so ein paar einzelne Titel, die brillieren. Aber so unterm Strich, finde ich, waren auch viele Spiele dabei, wo man denkt, ja, die sind gut. Aber pff, jetzt so die große Überraschung. Das Rad neu erfunden haben auf jeden Fall Nintendo mit ihrer Direct. Wenn die nächste, nicht Direct, mit der E3 Direct, wenn die nächste Direct muss das übertreffen und das wird hart. Bin ich auch mal gespannt, was da kommt. Also wenn sie nochmal Robot Chicken reinholen, finde ich auch wieder dabei. Also das können sie mir wegen auch nochmal machen. Die haben ja nur so 4 kleine Zwischensequenzen gemacht. Das wird halt jetzt nicht mehr so überraschend sein wie dieses Jahr. Ja, klar. Es kam so ein bisschen sehr aus dem Nichts, vor allem weil alle halt sehr enttäuscht waren, dass keine Live-Dinger
direkt. Niemand hat gedacht, dass das, na gut, war vorletztes Jahr nicht anders. Da war die Enttäuschung nicht mehr so groß, weil das war abzusehen. Und dass dann auf einmal dieser, ich sag mal, Knet, Reggie da auf die Bühne kommt und sich da hinstellt. And you guys thought we wouldn't have a press conference. Not my problem. Das war großartig, so diese Selbstironie und alles. Dass Nintendo sich mal selber hier verarscht, das war so cool. Beziehungsweise Robot Chicken die Erlaubnis gaben, sie zu verarschen. Fand ich geil. Also das müssen sie nächstes Jahr toppen. Entschuldigung, ich bin vom Thema abgekommen. Ah jo, passt schon. Gut, wollen wir denn jetzt teasern oder nicht? Also nur einfach nur kurz nennen? Ja, wenn niemand meine Meinung interessiert, noch. Dann gut teasern. Ah ja, genau, na, Helly, jetzt will ich noch nicht fragen. doch, komm. Ich fand es ehrlich gesagt relativ enttäuschend, muss ich ehrlich sagen. Vor allem im Jahr selber hatte ich oft das Gefühl, dass irgendwie alles oder sehr, sehr weit hinter den Erwartungen zurück oder Erwartungen unter Anführungszeichen zurückblieb. So in der Retrospektive ist es nicht ganz so schlimm, aber es ist schon eher enttäuschend. Die Anzahl, man war vielleicht auch die letzten Jahre verwöhnt, so in der Hochblüte der letzten Generation, wo wirklich viele, viele Spiele in relativ kurzer Zeit, wo du wirklich fast Jahre hattest, wo monatlich fast schon ein guter Titel erschien. Außer bei Nintendo. Nintendo hat dann übelst krass zurückgerudert nach Skyward Sword und nach diesen drei großen RPGs von Operation Rainfall. Also da, Nintendo hat man eigentlich nur gewartet, hallo, bringt mal eure Konsole raus, damit endlich mal wieder neue Titel kommen, bitte. Ja, deswegen bin ich jetzt zumindest in Sachen Nintendo jetzt schon positiv überrascht gewesen dieses Jahr. Nicht überrascht, aber gestimmt. Von Nintendo bin ich halt vor allem wegen Bayonetta 2 relativ zufrieden, weil Bayonetta 2 eben nicht dieses Nintendo-typische Spiel war und vielleicht mir deswegen auch so sehr krass gefallen hat, weil ich mit so Sachen wie Donkey Kong Country fand ich zum Beispiel sehr gut, aber ich bin einfach nicht der große Fan von der Optik selber bei vielen Nintendo-Spielen. Das hat jetzt nicht mit kindisch oder kindlich zu tun, ich mag einfach andere Stile mehr und Bayonetta war schon mehr so die Richtung. Aber vor allem Third Parties sind sehr weit hinten zurückgeblieben. Man hat so ein bisschen das Gefühl, dass viele Sachen mehr oder weniger zurückgehalten werden, bis die Install-Base größer ist, um sie dann zu veröffentlichen. Hast du gesehen, was Ubisoft jetzt gezeigt hat? Dass das zurückgehaltene Ubisoft-Spiel? Für die Wii U? Ja. Irgendwas mit Friends, Know Your Friends? Irgend so ein unglaublich komisches Partyspiel, das sie mir wegen auch gerne noch länger zurückhalten können. Ja, das ist wieder typisch Ubisoft. Das war wie letztens bei Square Enix, wo sie geteasert haben, so ein Set, irgendwas, oh, was kann das sein? Vielleicht Ruinen, dunkle Ruinen, was kann das für ein großer Titel sein? Dann war es dieses bescheuerte Spelunky-Set, das wirklich keine Sau interessiert. Ich habe immer das Gefühl, da wird jetzt so ein Aufriss um ganz, ganz kleine Titel gemacht. Oder die Teaser-Seite von Quantic Dream und dann ist es so ein Texture-Pack für Fahrenheit für PC und Mobile. Was soll denn der Quatsch, wo Leute diskutiert haben, ist es vielleicht Fahrenheit? Ist es vielleicht ein Reboot? Ist es vielleicht sogar ein Nachfolger? Was könnte es denn sein? Und dann ist es so ein beschissenes Texture-Pack. Also wirklich ganz großer Quatsch von den Third Parties. Ich habe es heute bei Steam gesehen, vorgestern, Indigo Prophecy. Ich dachte, oho, ist es vielleicht, haben die jetzt vielleicht das Ding auf HD gemacht? Könnte man ja nochmal spielen? Hier, Indigo Prophecy Remastered steht da, ich klicke so drauf, wie jetzt gerade eben, guck mir die Bilder an, denke, oh Gott, ist das hässlich? Sieht ja genauso hässlich aus wie damals. Was ist hier los? Und dann sehe ich, okay, das ist nur so ein scheiß Texture-Pack. Geil, können sie sich echt in den Arsch schieben. Ja, totaler Quatsch einfach. Und ich kann auf jeden Fall sehr froh sein, dass Telltale Games zumindest mir zwei ganz große Highlights geliefert hat das Jahr. Aber überschätzen die sich nicht langsam? Also sie bringen langsam ziemlich viel raus, muss ich sagen. Ja, also ich würde sagen, wenn sie den ersten Fail liefern, kann man drüber diskutieren. Aber ich dachte schon, wenn solange es so weiterläuft wie mit The Wolf Among Us und Walking Dead, ich will denen halt nicht, ich will jetzt nicht schwarz zeichnen für sie. Solange sie krasse Dinger bringen, können sie meinetwegen auch 10 Serien pro Jahr bringen. Na gut, du musst dazu sagen, sie machen auch kaum was gleichzeitig. Sie haben ja Walking Dead abgeschlossen und mit Borderlands angefangen, glaube ich. Da haben sie kurz darauf Wolf Among Us abgeschlossen und Game of Thrones angefangen. Also die halten sich schon immer so, dass sie ungefähr zwei gleichzeitig produzieren. Und wahrscheinlich wird Minecraft auch erst losgehen, wenn
eins von den beiden jetzt abgeschlossen ist. Ja, Minecraft Adventure Mode. wahrscheinlich kommt danach, also wenn Season 2, wenn Tales from the Borderlands und Game of Thrones fertig sind, dann wird wahrscheinlich Season 3 von Walking Dead und Minecraft kommen. Und ja, danach wahrscheinlich Jetzt schon? Nee. Wenn da, glaube ich nicht, dass jetzt schon Season 3 kommt. wenn ich wüsste nicht, was vorher kommen soll. Die eigene Marke wird noch nicht kommen, das haben sie ja schon gesagt. Und 2016 kommt die zweite Staffel von Wolf Among Us. Also ich wüsste jetzt nicht, irgendwas müssten sie ja dann langsam schon anteasern oder sagen, woran sie arbeiten. Aber das sind ja die nächstliegenden Projekte. Auf jeden Fall, solange zwei Spiele von Telltale Games pro Jahr, meinetwegen auch drei, sind gut, weil ich dann immer oder bisher immer ein Highlight dann habe in dem Jahr. Und die Spiele sind ja relativ kurz und ja, gute Spiele. Aber jetzt irgendwas, Thiago macht hier voll Stress irgendwie. Was ist da los, Thiago? Ich würde ganz gerne abmoderieren, bevor wir völlig in diesem Sinne, also es ist noch irgendwie angeplant, etwas in Richtung Achievements zu machen. Der Heldengeist hat schon angekündigt, dass er ein Feuerwerk an lustigen Geschichten Also ich entfachen finde wird. sie lustig. Ob ihr sie lustig findet, das ist euer Problem. Ich mag meine Anekdoten. Ja, ich auch. Und es wird auch Podcasts zu bestimmten Serien geben, wie Resident Evil und sowas. Genau, die Oh sind ja, der wird auch längerfristig dann super. angedacht, ne? Ansonsten Amiibo, Merchandise, Special Editions und Co. ist irgendwie noch in naher Zukunft geplant. Dann Achievements, Trophies, Das hat er Erfolge, wie doch auch immer ihr gerade es nennen gesagt. wollt. Das habe ich gerade genannt. Achso, Entschuldigung, da war ich gerade kurz weg. Ich habe gerade diese unglaublich hässlichen Bilder von Indigo Prophecy gesehen und komme Die nicht musst du drüber weg. verdauen, ne? Ja, Was das machen sieht wir unglaublich eigentlich scheiße jetzt als aus. nächstes? Also wirklich jetzt als Das hängt ein nächstes. bisschen davon ab, ob Daniel in naher Zukunft Zeit hat oder nicht. Falls ja, weil er ist ja so unser Er kauft sich Amiibo-Obernerd-Experte, wenn ja ich das wirklich richtig alle. verstanden habe. Er will aber wirklich nicht alle Mario-Figuren jetzt noch zukaufen, was ich absolut nicht nachvollziehen kann. Wenn man schon sagt, ich kaufe alle Amiibos, dann muss man es auch durchziehen. Okay, das für den Cast. Und sollte er nicht können, dann fangen wir, glaube ich, mit Achievements an, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen. Klingt gut. Gutes Thema, Da gutes muss ich mir Thema. mal ein paar Notizen machen, weil da habe ich einiges zu erzählen. Ja, Coole ich werde auch Anekdoten mal und so. meine Leidensgeschichte, aka Trophäenliste, durchgucken. Da ist bestimmt das ein oder andere dabei, was dann wieder hochkommt. Und schreibt euch auf jeden Fall auf, was hier alles auf. Wie hast du es genannt? Platin? Platin oder 1000G. Bei mir spreadet sich halt durch mehrere Accounts, aber ich habe alle Geschichten oben Wir können gespeichert. ja Da alles gibt's mit schon ein paar einbeziehen. Das ist ja völlig Trophäen, wurscht, welche Plattform es ist. Gamerscores, Fallen mir Steam zumindest Trophies. Trophies. Gut. In diesem Sinne, ich hoffe, euch hat der Jahresrückblick Spaß gemacht. Ich hoffe, ihr fandet es nicht zu lang. Das war eindeutig zu lang. Ich bekomme gerade eine Fehlermeldung, ich glaube, weil der Heldengeist rausgeflogen ist. Ja. Dann macht Verabschiedung weiter. Gut, also ich bin der Thiago, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt, ich hoffe, ihr habt Spaß mit weiteren Folgen, kommentiert fleißig, gibt uns Feedback, Ideen, wir nehmen alles gerne und freuen uns drauf und sage Tschüss, ich bin weg. Tschüss. Ich bin der Heldengeist. Tschüss. Macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Cast. Und wir sind raus. Ja, Ich habe mich ich von bin. Heldengeist mal verabschiedet. Du hast zu wenig Nasal und zu wenig das R gerollt dabei. Ja, macht's gut, ich bin der Heldengeist. Mein Gott. Wir haben dich abmoderiert, keine Sorge. Ja. Ich bin wieder da. Zu spät. Willst du dich noch sexy verabschieden und ich schneid's dann rein? Na, das sexy auf Wiedersehen ist mehr dein Ding. Ich habe nicht so eine sexy Stimme wie du. Ach so, ja, dann passt.